Hier als Highlight, als krönender Abschluss der ganzen Promo-Geschichte hier mit meinem guten alten Freund, dem Leon. Fernsehen, weißt du, was sie mir angeboten haben? Polarisieren ist nichts Schlimmes. Du brauchst Gegner. Der Output ist da. Was die Menschen damit anfangen, ist nicht mehr in meiner Hand. Die Leute finden dich immer scheiße, wenn du erfolgreich bist. Feature mit Flair in naher Zukunft vorstellbar. Die Modus Mio ist für mich meistens dann doch eher Brechreiz erzeugen. Wir, glaube ich, werden nie hinter den Vorhang gucken können. Richtig. Den heftigsten Horrorfilm zu machen, aber mit einer geilen Story. Das ist so mein Ding. Ja, ich schreibe tatsächlich schon dran, seit ich 17 bin. Sobald du halt irgendwas gegen das Bandenwesen sagst, habe ich das Gefühl, ist das unterschwelliger Antisemitismus. Manchmal gibt es die größten Diamanten im Dreck. Hm. Bin ich ja jetzt Jugendwort geworden. Echt, ja? Ja, Ehrenmann ist da Jugendwort. Let me see you go. Alles klar, yo, was geht ab, Freunde? Ich bin hier am Start mit Kollege, dem Boss, kann man so sagen, an der absolute, Stelle. Absolute, jawohl, endlich. Wie geht's dir, Bruder, alles gut? Ja, alles top. Ja? Ja, ja, bei dir auch? Freut mich, ja, bei mir alles gut soweit, ja. Es ist ein bisschen spät geworden jetzt, hast du noch Promo-Sachen gemacht in Berlin, sagst du? Ja, heute ja mein letzter Promotag, heute mal durchgezogen, ein paar Termine in Berlin abgefrühstückt, ne, und dann hier als Highlight, als krönender Abschluss der ganzen Promo-Geschichte hier. Geil. Mit meinem guten alten Freund, dem Leon. Geil. Ja. Freue ich mich auf jeden nice. Fall. Folge 6, komm ins Café, wir müssen reden, Freunde. Bevor das Video losgeht, muss ich einmal hier auch ein bisschen Geld verdienen an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Die Uhr ist von Tyrock. Wenn ich das sagen darf. Links in der Beschreibung. Jetzt exklusiv 20% auf Nacken kassiert. Auf tyrock.com mit dem Code Leon. Links sind in der Beschreibung. Also check das ab. Shop it in, man. Peace. Das komplette Outfit ist von DevShop. Du arbeitest ja auch mit DevShop zusammen, ne? Aber sicher doch, ja, ja. Mit DevShop arbeite ich jetzt mittlerweile fast jetzt ein Jahr zusammen. Das ist übrigens jetzt auch ein Pulli aus der neuen Kollektion. Jetzt mache ich auch mal ein bisschen Werbung hier. Die Hose auch. Ist noch gar nicht online raus, oder? Nee, die kommt jetzt aber bald. Ach krass. Ja. Musst mir auch mal ein bisschen was zuschicken. Du kriegst alles, was du willst, weißt du ja. Geil. Sagst den Jungs Bescheid, der Absolute hat durchgegeben. Freie Bahn, grünes Licht, raus mit dem Paket. Geil, Alter. Ja. Geil. Wie bist du drauf gekommen? Klamottengeschichte. Ey, ich habe damals angefangen, 2014 das erste Mal selber Klamotten zu verticken. Damals war mein Vertrag erfüllt mit Selfmade Records, auch was Merchandising angeht. Was habe ich gemacht? Damals keine Ahnung gehabt von Online-Shop-Programmierung. Larifari Online-Shop selber auf die Beine gestellt, für 8.000 Euro bei eBay einen Drucker geholt und die Shirts selber gedruckt. Ne? Krass. Da irgendwie so mit Microsoft Paint auf gut Deutsch gesagt, so schlimm war es nicht. Aber ich habe da wirklich da gesessen zu Hause und habe die Designs selber gemalt, Bleistift, Filzstift und so weiter, durchgeschickt an einen Grafiker, der hat es dann umgesetzt. In der Zeit sind diese berühmten Gain Like a Boss Tanktops zum Beispiel entstanden. Mm. Kennst du die noch? Mm-hmm. Halbe Land hat die damals getragen hier, zum Salatschopf der Bizeps. Ja, das war doch hier mit Königstein zusammen und so Geschichten. Genau, Frederik der Butler, birnenförmig. Für ihn immer ein XXL, war trotzdem noch baufrei. Ne? Krass, krass. Trotzdem, krass. Das waren die Anfänge. Das war das erste Mal, wo ich was mit Klamotten gemacht habe, ernsthaft so. Weil ich war halt, wie gesagt, frei, vertragsfrei, konnte mein eigenes Business aufmachen. Und wie gesagt, ne, 8.000 Euro Drucker, ausgedruckt, ab dafür, jeden Tag mit 100, 200 Paketen dann zur Post gefahren und die da krass. Abgegeben. Alles noch selber gemacht, oder? Alles selber gemacht und von da dann immer mehr aufgebaut, dann irgendwann das Label gemacht, Deus Maximus. Geil. Aber jetzt und, ist ja eine richtige, ist ja schon mehr als ein Merch, kann man sagen. Ne? Ja, jetzt ist es ja schon eine Weltmarke. Ich sag immer, wenn du es geschafft hast, auf dem türkischen Bazar zu hängen, als Fälschung mit deiner Marke, dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Ja, ja. Ich hab gesehen, von der Relevanz her. In der Doku habe ich gesehen, dass da einer mit einem Hellal Money T-Shirt dann in Kosovo genau. Einfach um die Ecke. Und da habe ich sogar zwei, drei Kommentare gelesen, oh, das ist doch bestimmt gestellt, die wollen nur noch Werbung machen für Hellal Money. Nee, und? Es war natürlich real. Ne? Also wir machen immer nur realen Shit, sowas haben wir nicht. Das war krass, der wusste ja gar nicht, was er da trägt. Das war irgendein Kosovo-Albaner. Irgendwo im Dorf dahin. Der konnte kein Deutsch und hat irgendwie über Ecken, über einen Cousin oder so, hat er halt das Shirt bekommen. Voll krass, Alter. Ja, im hinterletzten Hinterland davon. Kosovo-Albanien. Das heftig. Das war der Wahnsinn. Ja, so klein ist die Welt oder so groß ist mittlerweile einfach auch die das Marke, Move ne? Mit Alpha Banger. Ja, 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 voll, voll. So, bevor es losgeht, ist jetzt hier dein letztes Interview, hast du gesagt, ne? Letztes Interview. Gehabt, so. Jetzt kann man hier dem Absolut nochmal alles aus der Nase ziehen, ja. Was er bis jetzt noch nicht gesagt Wollte ich gerade sagen. Lass uns doch mal über Antisemitismus reden. Da kommen wir später noch zu, wenn ich es zu sagen darf. Nee, was mich mal interessieren würde, so wie war das für dich, die ganze Promophase, die ganzen Interviews wieder, die ganzen Konfrontationen, was hast du für ein Gefühl gehabt? So, also speziell will ich jetzt auch mal, haben wir ja eben im Vorgespräch auch schon drüber geredet, auf das Backspin-Interview auch noch mal eingehen. So. Weil ich muss schon sagen, als ich mir das angeguckt habe, war das für mich schon so ein bisschen, ich habe mich echt aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Hast du dich aufgeregt, ja? Ich habe mich aufgeregt, weil ich war irgendwie, ich stand da und ich habe wirklich gemerkt, wie du aus dem Herzen was erzählen wolltest, so, wo du gesagt hast, du bist frei, du willst die Welt verändern. Man hat es in deinen Augen gesehen, man hat es in deiner Stimme gehört, wie du gerade in deinem Modus warst und daraus hätte wahrscheinlich eins der heftigsten Real Talks entstehen können. Und der Interviewpartner wägt dich dann ab mit einer Frage, wie geht's deinem Ex-Label-Boss so?
Ja, stimmt. Und so ein bisschen, nee, weißt du, was meine... Hast du noch Kontakt zu Elvia? Ja, so. Stimmt, da hat er mich so ein bisschen rausgebracht aus meinem Film gerade. Ja, wie fühlst du dich dabei? Ja, gut, du kannst den Leuten das nicht aufzwingen, dass sie in dem Moment das peilen. Und der eine geht halt mit einer kritischeren Einstellung in ein Interview als der andere. Ne? Keine Ahnung. Das hat aber auch nichts zu bedeuten, jetzt irgendwie, ob ein Interview jetzt gut ist oder schlecht ist. Mhm. So, es entsteht halt eine andere Situation. In dem Moment war es auch mal eine ungewohnte Situation, mal einen Interviewpartner zu haben, der eigentlich die ganze Zeit gegen einen arbeitet und einen zuballert. Und da kommt noch zufällig ein Passant. Ob es zufällig war, weiß ich jetzt nicht. Aber so oder so, es ist ja auch mal schön für mich. Dann kann ich mich ja auch mal wirklich mit den Argumenten der anderen Seite tatsächlich mal inhaltlich auseinandersetzen. Ja, ist ja gar nicht so verkehrt. Ich fand es halt nur so ein bisschen schade, weil ich gerne nämlich gehört hätte, was du noch zu sagen hast zu dem Thema, weißt du? Ja, ja, gut, also ich hätte gerne gehört, wie es weitergeht, das Gespräch so. Ja, ich hatte mir eigentlich auch ein positiveres Interview eigentlich vorgestellt, so, weil ich war auch gut drauf an dem Tag. Ja. Überhaupt, mir geht's gut so, ne? Mir geht's eigentlich momentan so gut wie lange noch nicht. Ja. Und, sorry, wenn ich dich unterbrechen muss. Ich glaube, hier haben wir eine kleine Geste. Oh, das ist aber ein Empfang hier in Berlin. In Berlin. Dankeschön, Bruder. Eine schöne Zigarre. Fein. Lass sie gut schmecken. Geil. Grüße, Xenia. Gehen einmal die fetten Shoutouts raus auf jeden Fall. Alles Xenia Berlin. Kommt hier vorbei? Kommt vorbei. Sehr schön auf jeden Fall. Ach so, bevor es auch noch weitergeht, will ich noch eine Story machen, damit wir am Ende des Interviews quasi noch mal ein paar Fanfragen aufgreifen können. Da mache ich immer so eine kleine Fragerunde hier bei Insta, ne? Kennst du ja? Mhm. So, Freunde, ich bin hier am Start mit Kollege dem Boss, der sich hier gerade eine schöne Zigarre anhaut. Ganz was Feines. Und zwar habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Stellt hier eine Frage rein. Am Ende des Interviews werden wir die beantworten. Lasst ihr schmecken, Boss. Geil, schau das mal kurz rein. Ansonsten, Promophase war stressiger, war angenehmer oder wie war das jetzt so als letztes Mal? Letztes Mal hast du ja richtig aufgefahren mit Blogs und diese ganzen Geschichten. Ja, dieses Mal habe ich ja weniger Blogs gemacht, dafür mehr Musik. Es war auch mal schön, einfach nur Mucke raushauen, bisschen rumreisen, ein paar schöne Videos abdrehen hier und da und einfach das Projekt mal so machen, als hätte man gar keinen, sorry, es ist ein bisschen laut, ja. So, wo waren wir jetzt, Bruder? Promophase. Ja, Promophase. Nee, war locker leicht. War entspannt. Hat Spaß gemacht, ja. War geil. War geil, Mann. Wie gesagt, ey, Mucke gemacht, abwechslungsreiche Mucke gemacht, rausgehauen, ein Brett nach dem anderen, halben Regenwald abgeholzt. Im Endeffekt kannst du dir 2-3 Blockhütten draus bauen an einem schönen schwedischen See. Was du auch bitter nötig hast, wenn du das Album gehört hast. Monument, wirklich die Krone jetzt der Schöpfungsgeschichte meiner Alben. Ja, krass, auch sehr persönlich, ne? Ja, ja. Also ich habe mir jetzt auch noch mal die 2 Tracks, sind ja erst, glaube ich, vom Monument-Album, sind erst 2 Singles draußen, wa? Oder? Monument ist jetzt Dear Lord, Gospel, Gospel ist auch vom Löwe und das mit dem 18 Karat. Ach, das mit dem 18 ist auch das auf dem erste Monument. Mal. Die 4 Dinger sind von Monument und von Hood Tape 3 wiederum sind draußen Empire State of Grind, Push It to the Limit, Most Wanted. Insgesamt 7 Dinger rausgeballert. Jede Woche 1, ne? Jede Woche 1 bis jetzt. Das Album kommt... 7.12. ist es soweit. 7.12.? Ja, ja. Meinst du, wir können hier eine kleine Verlosung starten vielleicht? Was sagst du dazu, AK? Klar. Vielleicht irgendwie 2-3 Boxen hau verlosen raus, oder Dinger, so? Hau raus, die ja? Dinger. Wir haben noch ein paar übrig. Kannst du ruhig mal 2 Boxen raushauen? Ja? Ja, 100%. Machen wir ein schönes Foto gleich noch am Ende. Klar. Und dann sage ich am Ende, wie ihr die Boxen gewinnen könnt. Ja. Machen wir ein kleines Gewinnspiel. Genau, vielleicht die letzte Box jetzt erstmal vorerst. Vielleicht. Ja, ne? Vielleicht. Wer weiß. Man weiß es nicht. Also du hast noch keine Entscheidung getroffen, wie es jetzt bei dir musikalisch weitergeht? Ich habe jetzt auch extra mal die Box noch nicht gespoilert, habe kein Unboxing-Video vorher gemacht, weil ich habe die Box jetzt bekommen vor 3-4 Tagen. Mhm. Die ist bei mir zu Hause angekommen und ich habe mir echt Gedanken gemacht bei der Box. Die vom Design und bis zum Booklet vom Hoodtape. Poster zum Beispiel ist wie so ein altes Filmposter aus den 80er Jahren, so ein Actionfilm. Also über jedes Detail habe ich mir den Kopf zerbrochen. Es soll einfach designtechnisch und vom künstlerischen Aspekt einfach was Geiles sein. Und das ist mir gelungen, die kam vor 3 Tagen an, ich bin ja wirklich aus den Socken gekippt. Ja. Geil. Hast du auch irgendwelche Specials noch drin? Ja, ich will aber jetzt, wie gesagt, nichts spoilern. Nicht so da sollen die Leute zu Hause aufmachen, nichts erwarten und bam. Ja. Ja. Und musikalisch bei dir? Weißt du nicht, wie es weitergeht, wa? Hast du noch keinen Plan gemacht? So? Nee, jetzt bin ich erstmal leer, alles reingeballert. So gesehen, beide Aspekte vollkommen ausgeschöpft. Beide Bewusstseinsebenen, die ich auch in dem Backspin-Interview anspreche, ne, die 2. und die 3. Hier der Baller-Lifestyle und eins mal darüber mit den höheren Zielen, ist ja beides komplett jetzt abgedeckt. Hood Tape 3 geht in die Fratz und Monument ist von der Seele. Ja, dazu hätte ich mal eine Frage. Ich habe mir nämlich vorhin den Löwe-Track noch mal reingezogen. Und da gibt es diese Line, ich bete, dass mein Schöpfer mir verzeiht, denn wer die ganze Zeit nach Materiellem jagt, der begehrt Götzendienerei.
aber was soll ich tun? Wie ist das für dich so? Lebst du einen Zwiespalt irgendwie auch so? Also, ja, ja. Weil zum einen dieses ganze Geldausgeberei, Zigarren rauchen, ein bisschen protziger so, weißt du? Und zum anderen halt auch Menschen helfen, was Gutes für die Welt tun. Widerspricht sich das für dich irgendwie? Nee, also kommst du irgendwann für dich auch an Konflikte so in dir selber drin? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn man dazu steht, dass man diese Seiten als Mensch hat. Kein Mensch von uns ist der perfekte Moralapostel oder Gutmensch und immer 100% straight in dem, was er sich eigentlich als Prinzipien mal gesetzt hat. Der Mensch ist auch immer noch ein instinktgetriebenes Wesen. Ja, wir haben auch diese Instinktebene einfach. Und das komplett zu verleugnen und das zu radikal einzuschränken und sich irgendwie so eindimensional zu entwickeln und ich bin jetzt auf einmal der Heilige, das funktioniert nicht auf Dauer. Mhm. Du bist im Endeffekt ein Mensch, du hast deine Stärken und deine Schwächen. Mhm. So. Und ich bin der Meinung, man muss da zu allem stehen. Und wie ich es auch in dem Backspin-Interview schon gesagt habe, du hast mal so einen Tag, du hast mal so einen Tag. Mhm. Du hast mal einen nachdenklichen Tag, da liest du mal ein Buch, du hast am nächsten Tag vielleicht schon wieder voll die Lebensfreude und gehst abends mit den Jungs im Club feiern. Ja, voll. Manchmal voll. Aber auch nicht. Ich war letztens mit den Jungs im Club, die wollten feiern gehen, wir waren in München unterwegs. Und die haben einen drauf gemacht. Ich saß im Club in der Ecke und habe ein Buch gelesen. Mit einer Michael Myers Maske auf, weil ich an dem Tag überhaupt keinen Bock hatte. Ja, nee, ich war einfach nicht in dem Film. Ich habe den ganzen Tag mein Hörbuch eingequasselt da in München im Studio. Ja, und war halt voll in diesem Motivationsfilm wieder. Und das Buch hat mich wieder selber so motiviert, wo ich es nochmal vorlesen musste, dass ich da komplett nicht im Feiermodus war. Und dann sitze ich da mit der dicken Bomberjacke und der Michael Myers Jacke, Maske und lese irgend so ein Buch. Krass. Ja, irgend so ein Live-Coaching. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass es über Rap hinausgeht? So? Also wann hast du für dich gemerkt, dass du eigentlich mehr bewegen willst, als nur Musik zu machen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass du irgendwie eine größere Mission hast. So. Ja, habe ich aber auch schon immer gehabt. Hm. Habe ich schon als Junger gehabt, habe ich mit 13, mit 12 schon gehabt. Große Vision, ja, auf der Welt was zu verändern. Das war schon immer meine Vision. Ich wusste halt nur nicht, wie. Und ich habe es halt alles irgendwie so dahin gedribbelt, dass es jetzt in so eine Dimension gekommen ist, wo ein bisschen was realisierbar ist. Das heißt, ich habe jetzt einen Einfluss, einen gewissen Einfluss auf eine gewisse Gruppe von Menschen, den ich positiv nutzen kann. Mhm. Ich habe ein gewisses finanzielles Vermögen, womit ich Dinge umsetzen kann, die Zeichen setzen können. Beispielsweise das mit den krebskranken Kindern, was ich gemacht habe. Beispielsweise das mit dem Hund, ein Zeichen für Awareness für Krebs, für Tierschutz ein Zeichen. Dann in Albanien, schöne Aktion mit der Familie gewesen. Einfach als Zeichen, dass wir alle Menschen sind, zusammenhalten sollten. Egal, was für eine Grenzlinie zwischen uns liegt oder wie wir uns unterscheiden in der Optik oder Religion oder Farbe oder was auch immer. Mhm. Ja? Und einfach, du kannst so Zeichen setzen und es kommt bei den Leuten an. Und es sehen 100.000, 200.000 Leute und die erzählen es vielleicht noch ihrem Freundeskreis. Und dann sind da immer irgendwie, wenn da nur 1% dabei ist, der dann auch irgendwie das nachmacht oder in seinem Rahmen des Möglichen irgendwas tut und sich davon inspiriert fühlt, voll, dann ist das ja ein unfassbarer Wert, den du dann hast. Ne? Das geht ja weit darüber hinaus, irgendwie sein Image zu polieren, sondern das ist eine Sache, die schon weit ab von dem ist, was mit allem Materiellen zu tun. Wo kommt das her? Kannst du das definieren? Wo das bei dir herkommt, dieses Gefühl oder diese Motivation, was mehr zu machen? Einen höheren... Ich glaube, das hast du in dir. Ich glaube, das haben die meisten in sich. Ja. Die Leute schütten sich selber zu oder es wird zugeschüttet vom Alltag. Und man muss sich da so freikämpfen in diesem Leben, dass man überhaupt einen offenen Geist hat, um sich über solche Dinge die Frage zu stellen. Ja. Ja, über die wichtigen Fragen des Lebens Gedanken nachzudenken. Hundertprozentig. Das machst du nicht mal eben in der Mittagspause bei einem Daily-Job von 8-9 Stunden. Das ist einfach das Ding. Das gehört doch zum echten Erfolg für mich dazu. So. Ja. Also wenn du wirklich erfolgreich sein willst, musst du ein guter Mensch sein und auch was bewegen. Hundertprozentig. Was damit machen, was du dir aufgebaut hast. Sehe ich ganz genauso. Ja. Aber ich glaube, das schlummert in den meisten Menschen drin. Du musst dir nur die Frage stellen, wie viele Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis gibt es, die vom Herz her böse sind? Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht viele. Sehr geringer Prozentteil deines gesamten Bekanntenkreises. Klar magst du manche mehr, manche weniger. Der eine oder andere hat dich schon mal abgefuckt. Aber wirklich böse. Ein böses Herz gibt es wenige. Gibt es wenige. Und ich glaube, man hast muss du Inspirationen dafür gehabt? Also kannst du dir vor, also wer hat dich inspiriert oder wer hat dir auch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben? So, hast du Bücher gelesen? Hast du irgendwelche Mentoren gehabt? Hast du irgendwie zu jemandem aufgeschaut, der auch größere Dinge bewegt hat? Oder? Nee, das war Learning by Doing. Ich war nicht immer so. Ich habe auch mal versucht, so mein Moralempfinden irgendwie zu verdrängen. Auch mir versucht, das rational zu erklären. Dann landest du meistens nämlich bei diesen Survival of the Fittest, Weltansichten,
wo du den Menschen eher als ein Raubtier siehst oder als ein rein instinktgetriebenes Wesen, eigentlich wie ein Tier. Mhm. Und der Intellekt und die Seele eigentlich ausgeklammert wird. Mhm. Bei so einer Betrachtungsweise der Welt landest du natürlich schnell bei dem Schluss, es ist eigentlich egal, ob ich gut oder schlecht bin, weil es geht einfach darum, der Stärkste überlebt. Und das ist mein gutes Recht, auch auf Kosten anderer irgendwie Dinge an mich zu reißen. Mhm. Materieller Natur, whatever. Mhm. Ne? Wenn du den Menschen so als Tier siehst, dann kommst du wahrscheinlich zu diesem Schluss, über kurz oder lang. Meiner Ansicht nach nicht das Naturell des Menschen. Mhm. Der Mensch hat noch mehr als einfach nur seine körperliche Hülle. Der hat eine Stimme in sich, eine gute und eine schlechte. Ein Kind geht nicht einfach grundlos hin und sticht ein anderes Kind im Kindergarten ab. Nee, es gibt immer Lausebengel, klar. Aber das Grundwesen des Menschen ist, glaube ich, einfach so, man hat beides irgendwo in sich, eine schlechte und eine gute Stimme, ein Gewissen einfach. Und im Leben geht es für mich darum, den Kampf zu führen, dass die gute Stimme siegt. Das ist meiner Meinung nach der schwierigste Kampf auf dieser Welt. Kampf auch mit dem eigenen Ego. Kann ich dir unterschreiben, hundertprozentig. Und das ist der schwierigste Kampf der Welt. Ja. Kein MMA-Kampf ist so schwer. Kein Kampf im beruflichen Leben, im Karriere. Wie bewältigst du diese böse Stimme? Oder wie, muss als Challenge sehen. Ja. Ich sehe das Leben manchmal wie so ein Videospiel. Ich versuche mich immer aus der Third-Person-Perspektive zu sehen. Mhm. Wie so ein Held in einem Spiel. Mhm. Und ich versuche mich so zu steuern, wie ich es gerne hätte von einem Held. Auch in einem Film oder so. Dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er seinen Prinzipien treu bleibt, egal was kommt. Mhm. Gibt es da tägliche Rituale für dich, die dir dabei helfen? Ja, also ich meditiere, ich bete auf täglicher Basis. Und das ist auch extrem notwendig bei so einem Lifestyle, wie du und wir haben, dass man sich wieder zurück drauf besinnt, wer man eigentlich ist. Mhm. Ne, weil jeder erzählt dir was, jeder gibt dir ein anderes Gefühl, wer du bist, weil die Leute dich anders wahrnehmen. Der Fan nimmt dich wahr wie ein Götzen. Du fühlst dich quasi schon unwohl in deiner Haut teilweise, weil du dir vorkommst wie ein Götze für die Menschen. Mhm. Die verehren dich ja teilweise wie ein Götzen. Ja, und sowas willst du ja nicht sein. Das willst du ja gar nicht sein. Es ist teilweise eine unangenehme Situation auch. Für mich von Anfang an irgendwie. Es gibt auch Leute, die feiern sich zu Tode. Ich weiß, ich habe immer so ein komisches Gefühl dabei gehabt, ja. Wenn jemand kommt und mir Props gibt und mich anhält. Du hast dir nichts drauf eingebildet und danach bist du mit ich habe versucht, mich danach sogar noch kleiner zu machen. Genau. So. Ja. Krass. Und das mit der Meditation, das würde mich jetzt mal interessieren. War das von Anfang an für dich einfach? Nee. Schwer, ne? Ja. Also ich habe selber Erfahrung auch damit und mein Einstieg war extrem schwer. Gerade wenn du in so einer hektischen Welt lebst und auch so einen hektischen Lifestyle führst, wie wir führen, da mal einfach 15, 20 Minuten komplett abzuschalten. Ja, ist nicht einfach. Es gibt aber so ein paar Tricks, was ich zum Beispiel mal gemacht habe. 2007 war das und das hält bis heute an, also seit 12 Jahren. Ich habe mal in einem Zustand, wo es mir wirklich sehr gut ging, innerer Frieden, hast du ja manchmal einfach zwischendurch. Es läuft gerade alles. Und du hast relativ wenig Sorgen im Nacken sitzend, der innere Frieden ist irgendwie am Start. So, ne? Und in dem Moment habe ich mir dann so einen Anker gesetzt. Da habe ich mir einfach mit dem Fingernagel sehr hart zwischen die Augen hier reingedrückt, dass ich diesen Druckpunktschmerz hier sehr, sehr intensiv gespürt habe. Und das habe ich eine Stunde lang gemacht. Und wenn ich das heutzutage zwischendurch mache, wenn es mir mal gerade nicht so gut geht, draußen fallen ein paar Regentropfen runter, es wird langsam Herbst, wir haben ja gerade die Zeit zwischen Herbst und Winter, wo alles braun ist. Wo man noch ein bisschen... Weder Fisch noch Fleisch wie Veganer. Ja, kein Blatt mehr am Baum, aber auch kein schöner Schnee. Da machst du mal kurz hier, setze den Anker und dann ist das schon fast wie so eine biochemische Reaktion, das ist eine körperliche Reaktion. Dann. Erinnert das triggert dann früher, wiederum ne? deinen geistigen Zustand in dem Moment und gibt dir so einen kleinen Push. Krass. Ja, gibt es tausend so Tricks. Krass. Auf jeden Fall alles besser, als das irgendwie durch Drogen herbeizuführen. Weil einfach da der negative Effekt den positiven zu sehr überwiegt. Mhm. Krass, Alter. Krass. Wusste ich nicht, dass du auch meditierst. Cool, Alter. Geil. Was ist denn so, also was stellst du dir denn endlevelmäßig vor, wer Kollege ist am Ende? Also was ist deine Vision? Boah. Wer willst du am Ende sein? So weit denke ich gar nicht hinaus, weil ich kann so weit gar nicht planen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe. Ich weiß nicht, was mein Schicksal ist. Ich bin auch einer, der an Schicksal glaubt. Ich glaube daran, dass ein bestimmter Weg vorbestimmt ist.
aber wie der aussieht, weiß ich nicht. Und ich versuche immer natürlich einen Langzeitplan im Auge zu haben, aber den würde ich jetzt niemals aussprechen oder allein aus dem Grund, weil ich mich ja dadurch wieder sabotierbar mache und angreifbar. Ne, natürlich existiert so ein Langzeitplan. Zum Beispiel, wenn ich meine Meinung dazu sage, bist du dann schon wieder beeinflusst dadurch quasi. Sowas. Ja, oder wenn es auch einfach dann Leute hören, ja, denen das ja nicht passt, ja, und die darauf vorbereitet sind, ja, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen plane ich momentan sehr kurzfristig, mhm, weil auch immer wieder neue Steine in den Weg kommen. Ich kann jetzt auch teilweise Dinge gar nicht so easy durchziehen, wie das noch vielleicht vor 2-3 Jahren war. Mhm. Das heißt, ich muss immer kurzfristig planen. Momentan versuche ich einfach so viel guten Output noch zu hinterlassen wie möglich. Und das ist so mein Ding, was ich auch im nächsten Jahr durchziehen will. Also wie ich jetzt angefangen habe in der Promophase, so ein paar Charity-Aktionen, so ein paar coole Zeichen setzen. Das ist aber eben das Schöne, wenn du es schaffst, in die finanzielle Freiheit zu kommen. Du kannst dir aussuchen, mit was du deine Zeit verbringst, wie du deine Zeit einteilst. Mhm. Und wenn du dich dann mit der Welt beschäftigst. Ne? Irgendeiner hat mal gesagt, war das Goethe oder so, es gibt nichts Schlimmeres gegen Vorurteile als Reisen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wenn du rumreist, baust du Vorurteile ab. Je mehr du rumkommst, 100%. Desto weltoffener wirst du auch. Kulturen desto mehr kennen. Gedanken machst du dir, ja, auch. Voll, voll, voll. Es ist normal, dass die 17-jährige Caro zu Primark geht und sich keine Gedanken darüber macht, woher das T-Shirt kommt. Weiß es doch gar nicht. Das ist ja doch völlig Latte. Ja, das kostet einen Fünfer, das nimmt die mit. Mhm. So. Mhm. Und das ist eigentlich ein trauriger Umstand. Mhm. Und so ist leider heutzutage die Welt aufgebaut, auf billigen Konsum. Massentierhaltung genauso ein Problem. Massentierhaltung ist ein Problem, was ich seit 3 Jahren auf dem Schirm habe. Und es ist absolut zum Kotzen. Deswegen esse ich seit 5 Jahren kein Fleisch mehr. Ja, und dann musst du diesen Schritt machen, kein Fleisch mehr zu essen. Ja. Nach 30 Jahren, wo du aber jeden Tag Fleisch gegessen gerade hast. Gerade noch wir als Fitnessathleten quasi so. Ja, da deswegen, wird das ja so eingetrichtert. Ja, es ist halt schwierig, ne? 3-mal am Tag Fleisch. Es ist halt schwierig. Es gibt sowieso die Frage, ist Fleischessen per se okay oder ist es nicht okay? Aus moralischer Sicht sieht der eine so, der andere so. Manche auch sind religiös geprägt und sagen, ja, Gott hat uns gesagt, das sind unsere Nutztiere, ja, und die sind auch zum Essen da. Ja, 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 ja. So oder so, ja, sage ich aber, so wie es momentan gemacht wird, ist es einfach barbarisch. Es geht nicht so. Es ist eine Folter. Ja, voll, 100%. Und eine Respektlosigkeit gegenüber dem Leben an sich, was mit den Schweinen, Kühen und Hühnern passiert in der Massentierhaltung. Das geht gar nicht. Deswegen sage ich, Fleisch muss ein Luxusgut werden. Ja, ja. Also als ich mich informiert habe, ich informiere mich auch schon länger, ich konnte es einfach nicht mehr. Ja. Es ging einfach nicht mehr. So, und jetzt, ja, ich ekel mich sogar jetzt davor, wenn ich mir überlege, was ich da tue, wenn ich Fleisch esse. Hundertprozentig. Das ist krass. Ja. Hast du dich mit dem Thema vegan an sich auch schon mal beschäftigt? So? Also ja, ja, zu überlegen, diesen Massentierhaltungsindustrien komplett so den Rücken zuzukehren und zu sagen, ich konsumiere gar nichts mehr, was mit Tieren zu tun hat? Ist eine schwierige Frage und mit der habe ich mich noch nicht so eingehend beschäftigt, dass ich da eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Bei mir ist erstmal so jetzt der Schalter gesetzt im Kopf, seit ich gesehen habe, was tatsächlich abgeht, dass das geändert werden muss. Das muss geändert werden. Das steht auf meiner Agenda. Dass das, was hier gerade abgeht in Deutschland, und die Leute wissen da gar nichts von. Die sehen es nicht, die gehen in den Supermarkt, holen sich was aus dem Tiefkühlfach und wissen nicht, was dahinter steckt. Viele Kinder wissen nicht mal genau, dass da überhaupt Tiere hinterstecken, wenn sie sich Wurst reinpfeifen. Ja, ja, genau. Die wissen nicht mal, dass überhaupt Tiere dahinter stecken. Den Leuten ist scheißegal, was die fressen. Voll. Bärchenwurst essen. Und ich sag immer, du bist nicht nur, was du isst, sondern was du konsumierst allgemein, weißt, mhm, du? Nicht nur, was du in dich reinführst, sondern auch, was du dir für Informationen reinziehst und was für einfach alles, was du dir zuführst. Das ist nämlich wiederum der andere Aspekt. Es ist eine absolute Lose-Lose-Situation. Nur einer gewinnt, nämlich der Konzern, der das Ganze produziert, mhm, der dahinter steckt und sich die Taschen voll macht. Voll. Mit dem billigen Scheiß, voll, der im Supermarkt verkauft wird, der die Menschen krank macht und die Tiere barbarisch abschlachten lässt. Die supporten wiederum die Pharmaindustrie, weil die Menschen krank werden und dadurch dann halt, ne? Weißt ja. So. Guckst du dir eigentlich, also. Gib mir einmal mal kurz meinen Aluhut, bitte. Was? Hey, guck so, wo ist der Aluhut? Nein, also es gibt tausende Baustellen, aber das ist auch schön. Konsumierst du Medien? Da wird es nie langweilig. Da kann man irgendwo mal. Ja, voll. Und das ist natürlich jetzt aus der heutigen Sicht, wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Kollegen, der 18, 19 war und angefangen hat und die mit der Tech Nines an der Westside die Straßenlampen da weggeballert hat, als wären es Dominosteine, sind da umgefallen.
Der hätte gesagt, was ist mit dem erhobenen Zeigefinger Senior da passiert? Was ist das für ein Rapper? Ja, ja. Aber man entwickelt sich im Idealfall. 100%. Manche entwickeln sich auch nicht. Ja, voll. Und das ist das eigentlich Traurige. Voll. Sorry, dass ich dich unterbrochen. Alles gut. Du warst ja auch in Amiland gewesen, ne? Ja, Mann. Warst ja da unterwegs gewesen, was ich krass finde, auch auf der Release-Party von Noriega, wa? Genau. N-O-R-E, ey, schöne Grüße gehen raus, falls ihr das irgendwie mal sehen sollte oder nicht. Der ist ja jetzt auch Interviewer quasi, ja, hat auch ein eigenes Format. Drink Champs ist eine große Inspiration für mich auf jeden Fall. Und wo ich das Gefühl habe, mal gucken, ob du mir das bestätigen kannst, ist, dass die Amis auf jeden Fall noch mehr Respekt vor ihren OGs haben, als die Deutschen jemals hatten. Ja, hundertprozentig. Der Amerikaner respektiert seine Legenden. Voll. Im Gesamt-Entertainment-Bereich. Hundertprozentig. Ja, aber vor allem auch im Hip-Hop. Ne? Ja. Weil Hip-Hop ist einfach, das haben die Amis erfunden und das halten die in Ehren. Ja, voll, voll. Deswegen, was da war das du? Who is Who, der Golden Era war ja in diesem Club. Ja. Das war ein Club, da passen vielleicht 200, 300 Mann rein, wenn es eng wird. Was erzählt Nas, Ja Rule. Ja, ich habe nur so viele vergessen. Busta Rhymes kam ja auch noch mit dem Stirnacken reinmarschiert. Es war ja ein Get-Together, hast du ja noch nie erlebt. So. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leute, die neuen Leute, aber auch in Amerika, ich glaube, es ist ein bisschen Wandel von der Zeit so, dass die neuen Leute sich auf ihre Zahlen und auf ihr Standing so krass profilieren, dass sie das ausblenden und dass sie sagen, nein, ich habe aber größere Zahlen als der, also bin ich auch krasser als der. Ja, das ist das große Missverständnis der heutigen Zeit, dass Zahlen alles bedeuten. Mhm. Zahlen ist das Maß aller Dinge. Ja. Wie viele Follower hast du? Wie viel? Trugschluss. Ist ein Trugschluss. In der heutigen Zeit hast du deine 15 Minuten Fame so leicht wie noch nie zuvor. Es ist nicht mal die große Kunst, hochzukommen. Die große Kunst ist, mit der Musik einen Impact zu erreichen. Ja, die Musik zeitlos zu machen. Das ist die große Kunst. Nicht den nächsten Click-Hit oder Streaming-Hit zu machen. Wie hast du dich davon ferngehalten, zahlengetrieben zu werden? Das ist ja nicht einfach. Ich habe Zahlen nie gejuckt haben. Ich habe mir irgendwann das Ziel gesetzt, 1 Million will ich haben, bevor ich 30 bin, das habe ich erreicht. Alles darüber war mir scheißegal. Das ist scheißegal, Bruder. Wenn ich mal eine Liste machen würde mit Angeboten, die ich ausgeschlagen habe, wo die Leute sich an den Kopf fassen, siebenstellige Summen teilweise, aus Prinzip, weil ich nicht dahinter stehen konnte. Geil. Ja, ich mache den Deal nicht mit der Sportfirma. Geil. Ich mache lieber meine Boss-Trafo, weil da weiß ich, was ich den Leuten erzähle. So. Und ich mache es 200 Euro billiger. Und von der Kohle, die ich einnehme, kann ich nur was Gutes bewirken. Und das geht nicht an irgendeinen Spasti weg, der überhaupt nichts dazu beiträgt. Nur wegen einer einmaligen Summe, die ich mal eben kassiere. Ich hätte Millionen kassieren können, links und rechts. Die haben mir die dollsten Dinge angeboten. Fernsehen, weißt du, was sie mir angeboten haben? 50.000 Euro damals, dass ich mich gegen die AfD positioniere in einer Talkshow. Ich bin nicht pro AfD, ich bin nicht kontra AfD, ich verhalte mich politisch gesehen noch neutral. Aber eben genau aus dem Grund, weil ich nicht käuflich bin, habe ich dann gesagt, nein. Und so Dinger gibt es ja zuhauf. Also da ging's dir bei dem Thema ging es dir nicht darum, nein, was es ist und wie es ist, sondern einfach nur, dass sie für deine Meinung bezahlen wollen. Da geht es nicht mehr um Geld. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Wenn die Leute das einmal wüssten, ja, die würden sich an den Kopf fassen. Ja. Ohne Scheiß. Ja, wie viele würden da ja sagen? Ich meine, AfD ist sowieso scheiße. Also würden sich viele wahrscheinlich denken, nehme ich die 50 Mille mit, weißt du? Ja, wenn es nur diese 50, das war jetzt ein billiges Beispiel, weil es so anschaulich war, aber, nee, aber, du hast aber schon größere Konzerne, die bieten dir siebenstellige Summen an, wenn du dreifach Gold gehst, was meinst du, was da reinflattert? Mm. So, was habe ich gemacht? Mein eigenes Ding habe ich gemacht. Ich habe meine Klamottenmarke gemacht, mein Boss traf und kam und das war's. Ich mache meinen eigenen Shit, Bruder. Ich hau ein Buch raus, was ich selber schreibe. Welcher Rapper hat ein Buch jemals selber geschrieben? Wo es auch nicht nur darum geht, sich selbst zu beweihräuchern, was man für eine tolle Vergangenheit gehabt hat, sondern sich selbst glorifiziert, sondern wo du vielleicht noch einen Inhalt mitgeben. Hat doch kein Schwanz gemacht vorher. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, sonst könnte ich dir jetzt Feedback drauf geben. Ich habe es zu Hause stehen, kommt als nächstes. Ja, die ist 10 Uhr durch. Ja, safe. Wie war so die Resonanz aufs Buch so? Hast du schon Nachrichten? Gibt es schon Millionäre durchs Buch? Es gibt echt schon einige, die haben ein Business gegründet. Es gibt einige, die haben im Sport Erfolge gemacht. Es gibt Leute, die haben jetzt ein Diplom in irgendwas gemacht wegen dem Buch. Also ich kriege ja tagtäglich Nachrichten ohne Ende. Zig Nachrichten von Leuten, die auch immer dann ein Foto machen von dem, was sie gerade dann erreicht haben. Ja. Voll geil. Durch das Buch. Voll und schreiben mir so einen Text dazu. Also die Resonanz von den Lesern ist wirklich zu 100% positiv. Killer. Konsumierst du viel Mainstream-Zeug? Nee, überhaupt nicht mehr. Gar nicht? Nee. Ich krieg mittlerweile schon so ein ekliges Gefühl, wenn ich meinen Fernseher, einen meiner 6 Fernseher zu Hause anmache. Und dann sechs, ja? Ja, und dann manchmal ist dann halt irgendwie Fernseher eingestellt und dann ist dann gerade RTL, dann muss ich ganz schnell umschalten. Nee, geht ganz gar nicht. Schnell weg. Ich hab gar keinen Also ich bin überhaupt nicht mehr im Fernsehen unterwegs. Nee. Gar nicht mehr. Was ziehst du dir gerne rein so, wenn du mal was zum Reinziehen brauchst? Serien. Ja? Ja. Was feierst du gerade? Gerade
Also Ozark bin ich am gucken. American. Ozark, was ist das? Ozark ist Crime, ist ganz cool auf jeden Fall. Aber ja? Was noch geiler ist, ist jetzt momentan die aktuelle Staffel von American Horror Story. Ja? Ja, da kommt nämlich der Antichrist. Ach krass. Da kommt der Antichrist, ja mal. Thema Verschwörungstheorien. Oh, sorry. Jetzt klingelt das Telefon, ey. Ist das ein Zeichen? Pass auf, was du da jetzt sagst. Haben Sie direkt ein Telefonat zwischendrin geschoben? Nee, Thema Verschwörungstheorien. Was ist denn, weil du bist ja bewandelt, was das angeht, ne? Was würdest du denn den Menschen da draußen ans Herz legen, mit welchem Thema sie sich vielleicht mal auseinandersetzen sollten? Von diesen ganzen Theorien und Sachen, die es gibt, was wirklich auch was bringt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch ein Typ bin, der sich auch lange Zeit damit beschäftigt hat. Auch durch meinen Bruder, der beschäftigt sich auch viel mit der Thematik. Und gemerkt habe, ich persönlich irgendwann gemerkt habe, wie mich das nicht unbedingt positiv prägt im Alltag, wenn ich mich zu viel damit beschäftige. So. Hundertprozentig, es zieht einen runter. Weil du merkst halt, okay, ist ein bisschen scheiße alles so, weißt du? Ja. Und dann kommst du selber auch vielleicht nicht mehr aus dem Arsch. So. Ja, man darf sich da nicht reinsteigern, ja. Sonst denkst du, die Welt ist am Arsch. Ja. Und das, genau das genau darf ja nicht passieren. Ja, genau das darf nämlich niemals passieren. Ja. Du musst checken, wie die Welt ungefähr funktioniert. Ja. Niemand von uns ist annähernd so tief drin, dass er alles durchblicken kann und sagen kann, so läuft's und so läuft's nicht. Ja. Fakt ist aber, so wie es uns erzählt wird, so läuft's nicht. Mhm. Und da gibt's die größten Spinner, die erzählen eine hanebüchene Story. Dann gibt's aber auch Sachen, da gibt es auch Menschen und Reporter, die arbeiten mit Fakten. Und die findest du manchmal einfach nicht in den Nachrichten. Das ist einfach so. Und die musst du suchen. Das ist natürlich ein Prozess. Du musst auch selber natürlich ein Analyt sein in der Birne. Mhm. Und bei klarem Verstand sein, um da zu versuchen, einigermaßen sich der Realität, der Wahrheit zu nähern. Mhm. Du musst nur grundsätzlich verstehen, wie die Welt funktioniert. Und wenn du das verstanden hast, da musst du die Frage stellen, was kannst du daran ändern und willst du was ändern? Aber das sollte die einzige Konsequenz daraus sein, die du ziehst. Ja, lass uns mal ein Thema aufgreifen. Irgendwie hast du irgendein Thema, wo du sagst, da können wir mal kurz drüber quatschen und dann würde ich gerne von dir wissen, wie du dann vorgehst, wenn du dich informierst. Sag du ruhig ein Thema. Gibt es irgendwas, womit du dich beschäftigt hast? Das ganze Thema 9-11 und so, das ist aber ja schon relativ ausgelutscht so. Das war so das erste Thema, wie ich mal darauf gekommen bin, mich irgendwie mal zu informieren. So. Wo ich dann aber auch ganz schnell gemerkt habe, ich bin halt ein Typ, ich bin sehr realistisch. Und ich bin ein Typ, mir musst du wirklich ganz klare und genaue Beweise liefern, dass ich was glaube. Genau wie bei mir. So, und dann ist es halt schwer, weil wir, glaube ich, werden nie hinter den Vorhang gucken können. Richtig. Also wir werden nie genau wissen, was passiert. Absolut. Egal, was wir uns reinziehen. Egal, wie viele Videos und Bücher wir uns reinziehen, wir werden, glaube ich, nie genau wissen, was hinter den Kulissen wirklich abgeht. So, weißt du? Aber ich glaube zu wissen, dass, wie du schon gesagt hast, dass man schon ein gewisses Maß an Verständnis den ganzen Sachen gegenüber mitbringen muss, um selber zu verstehen, was man ändern kann. So. Ja, klar. Aber wie verliert man sich nicht darin? Verstehst du, was ich meine? Also wie? Du darfst es halt nicht als Entertainment sehen. Ich glaube, der Fehler, den viele machen, ist einfach, die sehen es auch als Entertainment, sich so eine Verschwörungsdoku anzugucken. Ja? Die finden das irgendwie im Sinne eines Thrillers spannend. Darum geht es aber gar nicht. Weil je mehr du dir sowas reinziehst, desto mächtiger kommt dir das alles vor und desto aussichtsloser kommst du dir als kleine Ameise auf dieser Welt vor. Die Leute vergessen aber, dass die breite Masse, und da ist das, was ich eben gesagt habe, genau das Zutreffende. Die meisten Menschen sind innerlich eher gut. Sind eher gut. Die große Masse, 90% der Menschen, vielleicht 80, tendieren eher zum Guten. Wenn das geweckt wird in den Leuten, wenn den Leuten bewusst gemacht wird, dass sie durch Aktion auch was bewirken können, wenn das einmal sich ausbreitet, ein Erwachen der Massen, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, dann kann sich in 2-3 Jahren die ganze Welt ändern, theoretisch. Der Einzelne unterschätzt seine Macht. Die Macht des Einzelnen ist dann
unfassbar groß, wenn jeder Einzelne dran glaubt. Dann addiert sich das ruckzuck zu Millionen. Und da gibt es unter den Millionen tausende schlaue Köpfe, die Alternativen bieten können zu Dingen, die gerade falsch laufen auf der Welt. Ja. Man kann da wirklich nur ganz grundsätzlich und abstrakt darüber reden, was falsch auf der Welt läuft. Es bringt auch nichts, sich da reinzusteigern oder zu sagen, tief, jetzt, ne? Oder zu sagen, jetzt das und das, damit müsst ihr euch mal beschäftigen, und die Leute tauchen da rein und tauchen da rein. Können sie gerne machen. Ich weiß, was du können sie gerne machen, das aber schon, ja. Das Grundmodell zu verstehen reicht schon, und dann zu überlegen, was können wir ändern. Ja. Ja. Ganz einfach. Ja, voll. Ja, ich fand's krass, ich habe im Hip-Hop.de-Interview gesehen, da habt ihr auch so ein bisschen darüber diskutiert, auch über diesen einen Song, und dann ging es da Pentagramm und so Geschichten, dies, das, und da ja. Habe ich dann gemerkt, ich fand es geil, wie du das erklärt hast, wie du gesagt hast, dass du quasi verschiedene Sachen zusammengenommen hast und dann einen Film kreiert hast. So. Ja, ja, genau. Weißt du? Ja. Aber dazu hast du dich ja schon intensiv mit dem Shit beschäftigt, wa? Oder ist auch ja, viel ja. Fiktion und viele Sachen, wo du gar nicht genau weißt, und dies, das einfach nur, um einen Film zu kreieren? Ja, das ist in erster Linie ein Film. Auf jeden Fall. Die Kunst bei dem Song war einfach, verschiedene Verschwörungstheorien zusammenzufügen, ähnlich wie Dan Brown das auch gemacht hat, ja. Bei seinen Romanen, zu einer in sich schlüssigen Gesamtstory. Ja. Die ja. In irgendeiner Fiktion hätte so ablaufen können, und alles passt irgendwie zusammen. Es sind verschiedene Einzelbruchstücke von Verschwörungstheorien. Das ist eigentlich eine hohe Kunst, das sinnvoll zusammenzufügen. Die aber wahrscheinlich draußen vielleicht 10 Menschen peilen das vielleicht, was mit diesem Song eigentlich gemeint ist. Die Leute sagen eher, oh, Hexagramm, Davidstern, was ist es denn nun jetzt? Und ich denke mir so, ja gut, aber auf der Marokko-Fahne ist jetzt auch ein Pentagramm drauf. So, also man hält sich an diesen Kleinigkeiten auf. Ja, die wollen gar nicht, glaube ich. Und versucht es halt irgendwie immer in so eine antisemitische Richtung Ecke zu drängen. So, sobald du halt irgendwas gegen das Bankenwesen sagst, habe ich das Gefühl, oder gegen das Finanzsystem, so wie es heute existiert, ist das unterschwelliger Antisemitismus. Ja, das ist schon krass mal, eigentlich. Das muss man sich vorstellen, wie man hier mundtot gemacht werden soll. Mit was für Keulen. Und so bist du im Endeffekt als der einfache Mensch wie mit einem Maulkorb, den du aber selber akzeptierst. Wolltest du irgendwas erreichen mit dem Song? Wolltest du irgendwas, weißt du, wie ich meine, so? Wolltest du einfach nur einen Film machen für Entertainment, oder wolltest du vielleicht in manchen Köpfen was ändern? Wolltest du, was war dein Ziel mit dem Song? Ja, ja, ich hatte auf jeden Fall ein Ziel mit dem Song. Ja? Ja. Aufgegangen? Ja. Zu 90%. Fehlen vielleicht nur so 10%, dann ist es so gelaufen, wie ich mir es erwünscht habe. Aber langfristig noch. Fehlt noch mehr. Fehlt halt noch was, ja. Krass. Ja, da kann man sich jetzt rein interpretieren, was man möchte. Ja, voll, voll. Aber ist doch schon sehr interessant auf jeden Fall, Digga. Feier ich, Mann. Sonst, wie geht's dir? Alles gut? Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Bruder, mir geht's ja wirklich blendend trotz aufgesetzter Welt. Ich betone es immer wieder. Das ist ein nicer Ring, was du da hast. Ist das Versace auch? Nee. Ja. Ich hab so ein ähnliches. Bei mir noch alles fake, Kolle. Bei mir noch alles fake, leider. Ach, ich habe in Dubai vom Kollegen wieder 5 Ringe geschenkt bekommen. So Raritäten von Versace hat er mir einfach geschenkt. Ja? Ja, läuft gerade bei ihm. Krass. Da kommen wir auch irgendwann hin. Na, Jungs? Deutschland versus Amerika. Warst du jetzt lange Zeit auch im Amiland unterwegs und so? Was siehst du als so größte Unterschiede, Pros, Kontras? Was findest du, sollten wir vielleicht anders machen? Was findest du, läuft da falsch? Also mal musikalisch gesehen, erstens mal ganz klar nochmal eine andere Qualität. Wenn du zu Top-Producern gehst wie A-Rap Music und Scott Storch, kriegst du sofort, hörst du es im Studio, andere Soundqualität als bei 99% der deutschen Producer. Ist einfach immer noch so. Obwohl wir in Deutschland gut vorangekommen sind, aber wir sind immer noch hinterher. Ja. Immer noch ein ganz anderes Ding. Aber wir sind schon nah rangekommen jetzt. Ja, wir kommen immer, also es freut mich wirklich zu sehen, was für Producer mittlerweile in Deutschland am Start sind. Goldfinger aus Berlin zum Beispiel. Voll geil. Brutal. Der macht Hammerbeats. Macht mich stolz auf unser Land, wirklich. Ja, Mann. Und die Professionalität ist mal der andere Aspekt. Wenn du in Amerika, da gehst du auf den Times Square, gehst du in die Quad-Studios rein und da erwartet dich einer und der weiß genau, was du machst. Der versteht deine Sprache nicht, aber der weiß genau, okay, jetzt hat er den Take verkackt, direkt nochmal. Das ist ein Fluss. Die Leute sind Profi durch und durch. Die sind Profi durch und durch. Dritter Aspekt ist der Vibe.
da hängt einfach Get Rich or Die Trying und das wurde da aufgenommen. Da hängt einfach dann irgendwie 2001 Chronic von Dr. Dre. Oder hängt auch noch was von Mariah Carey, irgendwelche Hörspielkassetten oder was das war. Auf Kassetten damals noch aufgenommen, krass. Das ist Treller. Wo krass. Der Alte sich dann damals in der Glaskugel da hingelegt hat, auf den Rücken, damit sie freie Stimmbänder hat und dann da gesungen hat. Ne? History einfach. Voll geil. Ne? Das überträgt sich alles auf ein Gespür, auf ein Gefühl, was dann auch bei der Schaffensweise am Album Ausdruck findet in der eigenen Musik. Die Phase hat mich ja geprägt in Amerika. Du musst dir vorstellen, ich gehe als die Persona non grata. New York-Doku war auch krass, Digga. Ich gehe als, sagen wir mal, die Persona non grata in Deutschland. Der große Hassrapper, der große Skandalrapper, der Bad Boy. Gehe ich nach Amerika und werde da so empfangen. Mhm. Von Legenden des Raps. Mhm. Von Koryphäen auch der Musikindustrie. Das relativiert auch ein bisschen, was hier passiert. 50% davon Hebräer oder mit jüdischen Wurzeln. Mhm. Und du gehst mit denen feiern. Und kein Mensch labert über irgendwelche Zeitungsartikel. Mhm. Geiler Scheiß. Magische Phase gewesen, wirklich. Raus von hier. Aus diesem ganzen Shitstorm. Der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Ist ein gutes Sprichwort. Das ist krass. Das ist krass. Und dann gehst du nach Amerika und machst da in 3 Wochen, zumindest das größte von dem Überalbum überhaupt, wo du weißt, damit setzt du deine eigene Karriere bis hierhin so eine Krone auf. Brutales Gefühl. Hammer. Richtig. Allein nice, dafür war die ganze Scheiße das schon wert. Glaube ich dir. Mit dem Echo und alles. Glaube ich dir. Ja, wirklich, weil die Mucke, die dabei rauskommt, die wär sonst nicht rausgekommen. Wahrscheinlich nicht, deswegen wollte ich dich auch fragen. Eigentlich ist ja im Endeffekt auch alles ein positives Ding gewesen. Toll. Weil das hat dich ja zu dem gemacht, der du jetzt bist eigentlich. 100%. Zu dem, was du jetzt machst auch. Das bringt eigentlich alles irgendwie weiter, wenn du versuchst, was Gutes draus zu ziehen. Ja, das voll. Ist das Schöne. Voll. Da kann dir im Leben ja gar nichts mehr passieren. Ja, ist auch wieder eine Mindset-Sache so. Voll. Manche Leute hätten sich vielleicht, wären jetzt vielleicht weg gewesen. 100%. Nach so einer Aktion, weißt du? 100%. Das ist krass. Immer das Positive sehen. Selbst wenn einer kommt mit der Kettensäge, schneidet dir ein Bein ab. Ja, geil. Musst nur noch einen Schuh bezahlen. Krass nicht ausgedrückt, aber immer das Positive raus. Ich weiß, das ist geil, Alter. Wenn du so durchs Leben gehst, dann fällt es dir auf jeden Fall einfacher. Mhm. Definitiv. Auch erfolgreich zu werden, irgendwie so, weißt du? Krass. Hast du früher viel Ami-Rap dir auch reingezogen so? Ja. Also, wer hat dich da so geprägt? Was warst du so, eher West Coast, eher New York? Was war so dein Film? Wo ich angefangen habe zu rappen, da war ja immer noch so der Ausklang der Golden Era. Es waren immer noch die New Yorker, die am Start waren. Voll. Deswegen waren auch die ersten Beats, auf die ich gerappt habe, Mobb Deep Beats, CNN Beats, Fabulous Beats. Mm. Ich wollte jetzt eigentlich bei Jam FM schön auf dem Breathe Beat von Fabulous, damals von RBA, wollte ich jetzt rappen. Kennst du wahrscheinlich nicht mehr. Breathe. One and Natürlich. Two. Doch, ja, klar, 100%. Ja, das war auch meine Zeit eigentlich. Das war auch deine Zeit. Jetzt nicht mehr so. Das war jung. Die Phase, wo ich angefangen habe. Da waren die Leute halt noch am Start. Ja, voll geil. Und die haben mich natürlich auch so ein bisschen geprägt. Also vor allem von meinem Beatgeschmack her. Mhm. Ich bin heutzutage immer noch so. Oh, dann gib mir das Herz auf, wenn ich diese Boom-Bap-Beats höre. Ja. Diese 90, die sind ganz normale 90 so. BPM mit einem coolen Sample drin. Ja. Und darauf flohst du auch am geilsten einfach. Ja, voll. Auf diese alten Mobb-Deep-Beats und so. Also ich glaube, deepere Atmosphäre kannst du gar nicht schaffen. Ja, genau, Mann. Krass. Das ist immer noch mein Ding so heute. Ja, geil. Okay, Bro. Ich habe eine Live-Reaktion mitgebracht. Ich bin auf die Straßen gegangen hier in Berlin und habe mal so ein bisschen nach Kollegen gefragt und habe mal so ein bisschen einen neuen Song gezeigt und einfach mal so ein bisschen die Meinung gecatcht auf der Straße. Ah, okay. Welche hast du gezeigt? Gospel? Gospel habe ich gezeigt und 2 Jungs habe ich auch Löwe gezeigt. Okay. Ja. Kannst du einmal hier einen AirPod reinmachen in die rechte, linke Seite? Da sind wir. Ja, guck mal, was die Strolche dazu zu sagen haben hier zum neuen Klassiker vom Absoluten. Jetzt wird jeder mit Flow fehl und weggeballert. Jeder Rapper, der nicht mal einen Charakter hat. Autotune ist ne Bitch, die für Rapper ackert. Ja. Aber ich halte jetzt nicht so viel von Kollega. Warum? Kollega, mein Gott, immer gute Rhymes gehabt, schon immer. So, Echo war halt ein krasser Musikpreis so. Ist schade, dass wegen ihm kaputt gegangen ist. Und diese Echo schade, dass der Echo kaputt gegangen ist. Wegen ihm. Oh. Das Geile ist. Der Echo, den habe ich mir immer so gerne angeschaut mit meiner Oma. Vor allem, er sieht ja nicht so aus, als ob er jetzt ein Echo wirklich feiert. Fuck out of here, Alter. War doch gestellt. Let me see you go. Straße reagiert auf Kollege. Now let me see you go back. Schluss damit, Zeit, dass du neu tapezierst. Also atme tief ein, atme aus und entfach das Feuer in dir. Denn dieses Leben hier zu meistern ist wie Kampfsportkunst. Doch hab keine Angst und übernimm Verantwortung. Oh shit, man, Kollege hat den Motherfucker. Come on, ist der Intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder vor euch. Achtung, Arab Auto, vor euch am Start.
Und willkommen zu einem motherfucking weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal hier, man. Arab, was geht ab? Was geht ab, Bruder? Alles gut, Alter? Alles bestens, Kamera stabil, yo. Freunde, heute haben wir mal wieder eine Live-Reaktion von der Straße, in Anführungszeichen, für ein Commons-Café-Interview mit Kollega, Digga. Da habe ich richtig Bock drauf. Endlich mal ein vernünftiges Interview, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle von Kollega. Natürlich, an der Stelle. Und ja, Mann, wir gehen auf der Straße rum, wir zeigen ein paar Songs, ein paar verschiedene Songs. Wir fragen auch ein paar Leute einfach nur nach der Meinung von nach Kollegen, na, Mann. Nach der Meinung zu Kollegen. Und jetzt würde ich sagen, let's do it, man, Alter. So, what's your name? Ben. Ben and? Georgia. Georgia. Do you ever heard German rap music? No. No? No. And you? No. No? Okay, I should. Rap music. What? English rap music. Who do you like? Bugsy Malone. I don't know him. You don't know? Bugsy Malone? Yeah. Kennst du? Nee. Noch nie gehört, wa? Allgemein irgendwelche Engländer aufgeschrieben, Digga? Engländische Musik? Ich leider gar nicht, muss ich zugeben. Nee, ich hab die auch nicht auf dem Schirm, die Briten, gar nicht. Nee, ne? Nee. So, I show you German rap music and you tell me your opinion, okay? Yeah, yeah. Ladies first. Okay. You're now listening to A-Rod music. Yeah. Jetzt wird jeder mit Flow und Fehlern weggeballert. Jeder Rapper, der nicht mal einen Charakter hat. Autotune ist ne Pitch, die für Rapper ackert. Für Rapper, wo nie Talent oder Message aber. How do you like it? Well, it's good, but I can't understand what they're saying, so... Yeah. But apart from that, yeah, it's good, I like and it. And the vibe and the beat and stuff? Yeah, you I like it, yeah. What's the most different when you compare it with English rap music? I think English is probably a little bit more grittier. What is okay, like, maybe stripped back a bit more. Ah, okay. Do you get what I mean? Okay. I got you. Okay, nice, thank you. Now it's your turn. Sie schicken diesen Unterlust, um Cash zu machen. In einem Billig-Dress aus Kriegsland und Ghetto. Wo hast du das Video gemacht, Digga? Das habe ich in so einer Ritualstätte gemacht, wo teilweise. Das sah so aus. Das war so irgendein Club, so ein Elektroclub. Direkt hinterm Pascha in Köln. Ah, okay. Irgendwo in den Hecken, an den Bahngleisen, so halb. In den hintersten Ecken so ein Elektroschub. Wie heißt der denn nochmal? Irgend so ein Club auf jeden Fall in Köln, wo die Trophys normalerweise sich rumtreiben, ja. Stehst du auf Techno eigentlich? Ja, was heißt Techno? Trance. Also House. Trance, ja. Ich hatte meine Hausphase 2011. Ibiza, viel gemacht. Aus Aura war ja dementsprechend auch der metrosexuelle Ibiza-Player-Sound teilweise. Ja, hatte ich doch immer eine Hausphase. Nee, aber immer schon ein Trance-Freund gewesen. Und hier, das ist ja auch ein Trance-Sample hier. Am Anfang, ne? Ich hab immer kennt schon man, ne? Ah, Bruder, ich habe schon Trance-mäßig alles auseinandergenommen. Auch Eurodance damals. Mr. Vane habe ich gesampelt. Omen 3 habe ich gesampelt. Krass. Bad Boy ist der Song. Ich habe das alles schon gemacht. Da kannte das noch keiner, ja. Auch Sachen eingeschmissen und so dann damals, wa? Ja, aber hallo, Meister. Muss, ne? Ja, sicher. Kennst du Nature One? Ja, klar. Nature One Festival. Festival, natürlich. Ja, war ja bei uns um die Ecke gewesen. Und ich habe ja damals immer mit 16, 17 da die Spritzen und alles aufgesammelt, was übrig blieb, wenn das Festival vorbei war. Krass. Ich und 300 Russen, ja, über die Felder gegangen mit Müllsäcken. Voll krass. Boah, der Boss ist nicht zu schade für, ne? Da hast du hin und wieder auch noch mal weggedrückt. Also, und da waren noch 2-3 Gramm noch drin. Ja, so, geil. Ja, da kannst du immer noch ein bisschen was drauf. Weil Mann, wie hieß das andere Techno-Festival? Das war bei uns in Mannheim immer. Riesending auch, europaweit auch am Start gewesen, war öfters auch in Holland. Fuck, Mann. Fällt mir das nicht ein, oder was? Haben wir hier einen Mannheimer am Start oder einen aus der Hood? Nee, ne? Nee, nicht Street Parade. Time Warp. Nie gehört. Noch nie gehört? Nee, keine Ahnung. Das war bei uns so das Ding. Love Parade, kenn ich noch. Ja, so in dem Stil war das so. Members of Mayday gab's noch damals, das ja, ist aber auch vor deiner Zeit gewesen. Ja. 90er Jahre, mit Marusha und Mark O. Krass. Ja. Ja, haben alle schon mal unsere Techno-Zeiten gehabt, ne? Wundervoll. Prinzessidianer, yeah. Nur noch ein dick prächtiger Mann. Und du fragst, warum der Mensch so viel Ketten an hat. Da schützt meine Nacken vor den ganzen kleinen Ratten, die ihn verwechseln mit der S-Rash-Spendengala. Yeah. Da schmunzelt der Brite. So, what's your opinion? Yeah, well, I don't know what he's saying, but I don't know. It's like the same. They're all like wearing all designer clothes and like talking about each other and stuff. Well, that's what English people. Da guckt aber, die Star Trek-Frisur ist aber bis nach England rüber, ne? Der Trend hat sich durchgesetzt. Die guckt da vorne raus ganz schlecht. Geil. Decent beat. Sounds like good when you're in your car. Okay. Nice. Thank you very much. Yeah. No worries. Have a nice day. Bye. I like your jacket, by the way. Thank you. It's from Death Shop. Links in der Beschreibung. So, wie ist denn dein Name? Sebastian. Sebastian, ich bin der Leon. Hi.
Sebastian auf dem Weg zum Sport. Was hörst du für Musik so privat, Sebastian? Alles Mögliche, was vom Radio kommt. Also da gibt es keine Richtung. Mhm. Hast du auch deutsche Sachen? Deutsche Sachen auch, ja. Ja? Kennst du Kollege? Ja, kenn ich auch. Und, wie findest du den? Was hältst du von ihm so? Ich habe heute eine Reportage über ihn gesehen, wo er so Hunde aus dem Dings holt. Ja? Ja, aus dem Tierheim. Geil. Fand ich ganz cool. Ja. Aber ansonsten, krasse Aktion so seine Musik. Hunden, ich muss ehrlich gestehen, das habe ich nicht geschafft, mir reinzuziehen. Mhm. Ich habe mir das Kosovo-Ding vorhin noch reingezogen. Mhm. Krass, wie kam es dazu? Irgendwann mal drauf aufmerksam geworden. So wie man halt alles mal so irgendwann mitkriegt, ne, wenn man viele Leute kennenlernt. Dann hat mir einer erzählt, da sind über 3000 Tiertötungsstationen allein in Ungarn. Da dachte ich, was geht denn hier ab? Warum hört man da nichts von? Also ich wusste davon nichts und jedem, dem ich erzählt habe, da gibt es 3000 Tiertötungsstationen. Guck dir mal an, was da abgeht. Da kriegst du auf YouTube auch Videos zu. Material, ne? Ja, da gibt es ja Material, wie die Hunde totgeschlagen werden, erwürgt werden, gequält werden. Scheiße, Digga. Aus Spaß auch einfach, ne? Asozial. Was haben die für ein... Ja, und ich wollte das einfach mal den Menschen zeigen, weil ich dachte mir, das kriegst du ja auch nicht mit. Naja, ich hätte das vielleicht niemals mitbekommen, wenn ich durch Zufall mir einer davon erzählt habe. Und dann habe ich mit der Organisation, mit der Notpfote direkt da halt eine Doku drüber gedreht und einen Hund da rausgeholt. Ist aber geil, weil ich glaube, durch dich kriegen das Leute auf dem Schirm, die normalerweise sich sowas wahrscheinlich gar nicht reinflashen würden. So 100 pro. Habe ich auch viele Kollegen unter meinen Kollegen, die sagen, ich gucke das halt, weil es Kollege ist. Das ist das Ding, ja. Weißt du? Ja. Und das ist ja schon mal ein Ding, Alter. Super. Auf jeden Fall geil, geile Aktion. Richtig nice. Mega, die Cherry ist auch sehr lieb. Sehr ballfetischistisch ausgeprägt. Also manchmal werfen wir da 6-7 Stunden am Stück den Ball hin und her, weil die immer noch so einen Bewegungsdrang hat, weil die eingesperrt war im Käfig. Krass. Aber ganz lieber Hund. Krass. Mega. Ach, hast du die rausgeholt, wa? Mhm, die haben wir rausgeholt, ja. Geil. Und die ist jetzt wo? Die ist bei uns in Düsseldorf. Das ist unser Alpha-Hund. Wir kümmern uns alle um die. Wir sind ja alle beieinander immer jeden Tag. Cool, Mann. Alter. Ja, die fühlt sich voll wohl bei uns. Angefreundet mit der ganzen Straße schon. Geil. Ja, richtiger Star. Maskottchen im Viertel. Geil. Ja. Die hat ein Leben, das hätte sie sich vorher wahrscheinlich nicht erwartet. Ja, die ist nur noch im Schwanz am Wedeln. Die ist happy. Geil. Die freut sich schon, wenn die morgens aufsteht, kriegt vernünftiges Essen, kriegt Wasser, dann kriegt sie den Ball geschmissen und so weiter. Die feiert sich ab gerade. Ja, die feiert das live. Heiert, absolut. Baba. Ja. Geil. Das ist Geschmackssache, sagen wir es mal so. Okay. Also nichts, was du dir privat gerne reinziehst, oder was? Ja, eher so, sagen wir es mal so, ja. Okay. Aber du findest so gut, was er so macht, einfach so seine. Ach, mit meiner Mucke kann der nichts anfangen, das sehe ich ihm schon an. Die Jungs muss ich. Die muss ich mal reinziehen. Was hört ihr für Musik so? Ah, alles mit Techno meistens. Techno, ja? Ja, ja. Und nur? Querbeet, ja. Querbeet? Ja, ja. Deutsche Sachen auf dem Schirm so? Bushido ab und zu mal, Bushido, wenn ein gutes Lied dabei ist, ja. 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 Und nur? Ja, alles, nur nicht Heino. Habt ihr vom Kollegen schon mal was gehört? Ja, ja. Kollege, ja. Ja. Aber ich halte jetzt nicht so viel vom Kollegen. Warum? Ja, ich weiß nicht, was das für Sachen bringt, das ist nicht so der Hammer. Beispiel Sachen, also können wir ruhig ein bisschen ausführen. Ich habe mal mitgekriegt, dass da mal irgendjemand so einen Fan verschlagen hat oder sowas. So am Rande habe ich das mal mitbekommen. Mhm. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich jetzt auch nicht, aber... Und das hat dich dann dazu gebracht zu sagen... Aber ja, hast du ja auch im Wechselinterview gesagt, das wäre so ein Ding gewesen, wo du sagst, muss man nicht nochmal machen. Das hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen. Nee, nee. Aber es gab deine Gründe, du hast deine Gründe gehabt. Man, mich würde so krass interessieren. Mich würde so krass interessieren, was da wirklich los war, was er gesagt hat. Ne? Aber du willst es nicht sagen, ne? Nee, lassen wir mal die Sachen ruhen. Ja. Auch zu sagen, muss ich mir nicht reinziehen. Ja, ja, außerdem bei seiner Mucke ist auch nicht so der Hammer. Okay, okay, okay. Aber hast du dich schon mal mit der Person an sich so ein bisschen mehr beschäftigt, so, Kollege? Oder hast du dann gesagt, nee? Nee, jetzt nicht so, nee. Nein, okay. Nee, okay. Nee. Okay. Und du, den Namen Kollege schon mal gehört? Ja, aber ist jetzt nicht so zwingend meins. Ja. Also ich höre mal so querbeet. Aber ja, alles quer durch. Ja. Wurde ja auch schon so mal in den Mainstream-Medien ein bisschen kontrovers diskutiert mit Echo-Skandal, dies, das, bla bla bla. Hast du davon irgendwas mitgekriegt? Ja, habe ich auch was mitgekriegt. Ja, das ist auch in Ordnung, was da gelaufen ist. Ja? Ja. Wie meinst du, was meinst du denn genau? Naja, wo sie da hier diese Verleihung, wo da war, dass er das wieder abgenommen gekriegt hat, das ist in Ordnung. Nee, hat er nicht abgenommen gekriegt. Die haben den Echo abgeschafft. Ja, haben ihn komplett abgeschafft. Das war aber in Ordnung, dass die anderen alle zusammengehalten haben und haben gesagt, das geht nicht. Und das ist in Ordnung. Weißt du warum? Also was der Auslöser dafür war? Naja, hier, was war das mit Ausländern beschimpft? Da haben sich die Ehrenmänner aber wirklich mal alle zusammengetan und nochmal für Fug und Ordnung gesorgt in Deutschland gegen die zwei Barbaren Farid Bek und Kolesa. Und wenn ich sowas mache und sowas, so einen Preis entgegennehme, da muss ich mir natürlich auch dementsprechend ein bisschen verhalten. Ne? Also, ja, das geht gar nicht.
Ist immer schwierig, weil viele Leute beschäftigen sich nicht mit der kompletten Kunstfigur Kollega, sondern einfach nur Mainstream. Oh, du hast mich auch verteidigt, Bruder. Bester Mann. Und gesagt, ihr seid jetzt die Arschlöcher. Missionar hier. Das ist halt auch immer schwierig. Am vorderster Front. Ja, ist aber auch so. Ich meine, du hast hier jetzt offensichtlich gemerkt, dass er eigentlich gar nicht genau wusste, was da los war. Ja. Aber trotzdem gesagt, ja, alles in Ordnung, war alles super, wie die sich zusammengetan haben und den Kollegen dann da, nee, das alles war genau richtig. Ja, ach, soll jeder denken, was er will? Nee, finde ich nicht. Oder ich finde es auch traurig, ich finde es schade. Kannst du den Leuten nicht aufzwingen, sich mit dir zu beschäftigen und dich toll zu finden? Guck mal, Bruder, es gibt so wenig Leute, die gerade auch im Deutschrap-Game oder im Hip-Hop-Game überhaupt was Positives bewegen wollen, ne? Ja, Bruder, aber doch nicht dafür, dass ich von den Leuten gefeiert werde. Das ist mir doch egal, Bruder. Ob die Leute das mitkriegen oder nicht, oder wie die das sehen. Und dann finde ich nicht. Also ich sehe mich schon auch ein bisschen als eine Aufgabe, das dann auch klarzustellen. Auf jeden Fall ehrenhaft von dir, ist cool von dir. Aber ich bin der Meinung, bei den Leuten, wo es ankommen soll, kommt es auch an. Mhm. Und das reicht mir auch schon. Ich muss nicht die ganze Welt hinter mir haben und die müssen mich nicht alle toll finden, Bruder. Wenn meine Mama mit mir zufrieden ist, ist das schon mehr wert als alles andere. Selbst wenn ich gar keine Fans habe. Und wenn jeder sagt, oh, das ist ein asozialer Proll. Darum geht's mir nicht, Bruder. War das schon immer so? Ja, klar. Das war schon immer so, Bruder. Mhm. Bei dir doch auch. Ich erwische mich manchmal noch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich erwisch mich manchmal noch, wo mir die Meinung von anderen ein bisschen wichtig wird. Das wird aber im Nachhinein sage ich dann immer, Mann. Ist doch scheißegal. Von wem ist dir die Meinung wichtig? Von deinen Eltern natürlich? So. Von deiner Familie? Von den ganz engen. Aber selbst da auch nicht zu 100%. Nein. Hätte ich immer das gemacht, was meine Mutter oder meine Familie von mir vielleicht sich idealerweise vorgestellt hätte. Kann ja nicht alles das gleiche Mindset haben. Dann wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin. Ja, ja. Das ist das Ding, Mann. Am Ende des Tages bleibst du nur ganz alleine auf deiner 100%. Mit deinen Ansichten und dann musst du einfach dahinter stehen. Ja. Ich bin so ein extrem, wie soll ich das sagen, dass jeder das kriegt, was er verdient. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht das kriege, was ich verdiene, fuck ich mich darauf ab. Hm. Was aber auch nicht richtig ist eigentlich. Das ist Quatsch, das kommt schon. Es kommt alles so, wie es soll, Bruder. Manchmal kommt es vielleicht ein bisschen später, als du dir denkst. Ich habe auch 6 Jahre nichts gekriegt dafür, dass ich die besten Punchlines des Landes geschrieben habe, oder? Mhm. 7 Jahre habe ich auch nicht viel gekriegt. Jetzt fruchtet egal, irgendwann fruchtet. Die Kunst ist da, die Kunst ist in der Welt. Der Output ist da. Was die Menschen damit anfangen, ist nicht mehr in meiner Hand. Geil. Aber ich habe meine Verantwortung ausgefüllt in dem Moment, wo ich aus meinem Talent das Beste gemacht habe, was Gott mir gegeben hat, und aus meiner Position Einfluss auf eine gewisse Gruppe von Menschen etwas Positives zu machen. Mhm. Das sind meine Aufgaben in dem Moment auf dieser Welt. Und denen komme ich so gut nach, wie ich kann. Mehr kann ich nicht tun, Bruder. Genauso wenig wie du. Die Leute finden dich immer scheiße, wenn du erfolgreich bist. gibt's immer. Du kannst der größte Messias der Welt sein, du hast Millionen von Hatern. Darum geht's nicht, Mann. Darum geht's der Justin Bieber an, der arme Junge. Nee. Die Hälfte der Welt findet den Killer, die andere Hälfte findet den Scheiß und will ihn umbringen. Nee. Polarisieren ist nichts Schlimmes. Findest du ihn? Hm? Wie findest du ihn? Top. Ja, ne? Ich respektiere jeden, der so ein Talent hat, aber dann mit so einer Disziplin kombiniert, so weit nach oben kommt. Lassen wir das mal das sein. Ich zeige euch einen neuen Song vom Kollegen und ihr sagt mir eure Meinung, ja? Okay, gut. Einmal kurz die Kopfhörer, wer Max ist. Kommt ihr aus Berlin? Nee, Heidelberg. Ah, Heidelberg, okay. Ja, darf ich dich doch mal Mannheim oder so? Ja, was, ja, genau. Ja, ach, krass, ja. Ihr kommt aus Heidelberg. Ja, ja. Ich bin ursprünglich am Monomer. Heidelberg, genau. Meine Hut. Song. Jede Line vom Herz, Bruder. Ich bin auch echt mal gespannt, was da im Album noch kommt, Alter. Was da noch für Dinger kommen. Mm, das sind einige Dinger drauf, die wirklich zeitlos sind. Also alles eigentlich. Ja. Jeder Song steht für sich. Ich bin, also was mich mehr noch interessiert, was du noch von deiner Persönlichkeit verrätst, weißt du so? Mm. In den Liedern auch. Weil da sind ja immer wieder so kleine Lines und Sachen, wo man auf die Persönlichkeit schließen kann. Wenn dir Löwe gefallen hat, da sind auf jeden Fall noch einige Dinger drauf, die so vergleichbar sind. Ja. Weil ich muss auch sagen, ich Kollege, das erste Mal Kollege gehört mit 14, 15, irgendwie sowas. Wie alt bist du jetzt? 28. Ja. Kann schon sein, ne? Ja, klar. Vor wie vielen Jahren? 15? 13 Jahre. 13? 13 Jahre. Die Anfänge dann so ungefähr. Ja, genau. Da war ich so 15, 16, glaube ich. Ja. Geil. Richtig abgeholt habt ihr mich dann mit JBG 1. Ja. Auch schon relativ früh, ja. Tot gepumpt im Gym und so. Da waren noch die Fitnesszeiten. Voll krass, Alter. Dann sowieso
Dann war das Soloalbum dazwischen? Nach JPG 1 kam dann nochmal Zuhältertape 3. Zuhältertape 3? Da kam noch Boss Aura, da kam noch Hood Tape, da kam dann noch. Okay, die Dinger, da war ich nicht so. Dann war es wieder JPG 2, was mich auch wieder krass abgeholt hat. Und dann danach das Soloalbum. Dann kam King. King, genau. Ja. Ja. Das war auch krass für mich so. Mhm. Das fand ich richtig geil. Seit dem Zeitpunkt muss ich sagen, dass ich deine Musik oder eure Musik auch nicht mehr so krass pumpe, ja, aber mich dafür mehr mit der Persönlichkeit beschäftige und da mir meine Inspiration und so raushole. Ja. Und deswegen auch immer noch sagen würde, zählt für mich zu den Top-Künstlern in Deutschland, einfach nur auch wegen der Persönlichkeit. Ja, cool. Weißt du, für mich zählt voll viel, was macht ein Mensch so. Ja, das meine ich. Also was bist du? Wer bist du? Ja. Und nicht einfach nur Spotify durchknallen und irgendwie feiere ich so, ja, geil und so. Die Jungs können mich nicht so gut abholen wie jetzt jemand, der auch eine Persönlichkeit hat, so, weißt du? Natürlich, klar. Ist so. Ist bei mir genauso. Ich sehe das genauso wie du. Siehst du Potenziale in neuen Künstlern, die auch ein bisschen eine Persönlichkeit mal wieder widerspiegeln und mal wirklich wieder ein richtiger Rapper sind und nicht nur Spotify-Musik machen so? Ja, in meinen Jungs auf jeden Fall. Mhm. Ich finde auch Jigsaw hat das dieses Jahr schon krass demonstriert. Mhm. Was er aus so einer Situation gemacht hat, wo auch sehr viel Gegenwind war und immer noch ist. Plus viele Kopfhicks. Der Junge weiß nicht, ob er in den Knast kommt, aber abgeschoben wird. Mhm. Das ganze Land hat Vorurteile des Grauens. Sogar meine Fanbase hat er gegen sich, weil die lesen nur Schlagworte, Machetenstecher. Und mit all dem, was ihm im Weg steht, vermeintlich, haut er ein Album raus, hat jetzt das zweite Album fast fertig, geht selbstbewusst in die Offensive. Das ist Charakterstärke. Das ist das, was ich sage, was ich zu den Leuten sage, warum hast du Jigsaw gesigned? Das zeichnet sich jetzt schon ab. Was für ein starker Charakter hinter den Menschen steckt. Manchmal gibt es die größten Diamanten im Dreck. Im Milieu. Ich bin immer so für ein Aufeinanderzugehen. Ich bin kein Freund davon, dass man Unterteilungen macht in der Gesellschaft. Eine Ghettoisierung oder die sind die, wir sind die. Ich finde Aufeinanderzugehen von beiden Seiten sehr wichtig. Für mich ist das mehr als einfach nur wie eine Boyband und jeder soll irgendwie funktionieren. Für mich ist das Musikding auch eine Bruderschaft. Für mich ist Deutschrap auch immer eine Art von Krieg gewesen. Es waren immer Kriegsschauplätze. Das gehört auch zum Rap dazu, finde ich. Und ein Team, eine Crew im Rap sehe ich so genauso wie ein Guerillatrupp im Krieg. Da muss hundertprozentiger Zusammenhalt sein. Und dann kann auch jeder Einzelne sehr erfolgreich sein. Also diese Gang-Mentalität einfach so ein bisschen. Ja, ja. Ne, so? Ja. Ja. Weil sonst habe ich es auch nicht nötig, meine Zeit und meine Energie und mein Geld damit zu verschwenden für Leute, die es nicht wert sind. 100%. Danach suche ich mir die Künstler aus. 100%. Nicht danach, wie viele Streams machen die gerade. Ja. Sonst macht es mir keinen Spaß. Weil die Kohle, die verdiene ich dann lieber ohne diese Kopfschmerzen und ohne mich so zu verbiegen, dass ich mit Menschen arbeiten muss, mit denen ich null auf einer Wellenlänge bin und die keine Prinzipien haben. Gibt es für dich einen Stopp irgendwann? Ich meine, du könntest dich auch hinsetzen und einfach nur noch Eier schaukeln, ne? Ja, gut, aber das macht ja keinen Spaß. Das ist sehr langweilig. Das ist relativ, würde ich sagen. Das ist auch sehr schwer, bei den Eiern die hin und her zu baumeln, Bruder. Das ist nicht so einfach gemacht. Ich sag immer, du hast mich gefickt. Immer weiter rein in die Masse wie eine Reizgasattacke. Geil. Oder eine Eisbecherwaffe. Also immer weiter nach vorne. Weißt du selber, wie es ist. Ja, du hast auch mal angefangen mit dem ersten YouTube-Video, hast deine 2-3 Klicks gehabt und hast weitergemacht. 100%. Ja, und nächstes Jahr stehst du auf der großen Bühne vielleicht, so Gott will. Es geht immer irgendwo weiter. Ja, Mann. Hast du mal eine richtig heftige Downphase gehabt, wo du gesagt hast, Alter, nee, geht nicht weiter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hör auf jetzt. Nee. Ich hatte mal eine schwierige Phase, wo ich mir die Frage gestellt habe, ob es noch Sinn macht, so viel Zeit in die Musik zu stecken. Und ich bin auf der anderen Seite mit dem leeren Portemonnaie irgendwie gerade dabei, mir aus dem Supermarkt was zu klauen, weil ich einfach keine Kohle habe. Vielleicht in dem Moment die Frage gestellt. Besser wieder? Ja. Den Fokus erstmal zeitweise mehr auf Geld verdienen zu legen, statt auf Rap, weil es hat sich nicht abgezeichnet, damit viel Geld zu verdienen. Aber trotzdem immer weitergemacht. Am Ende des Tages dann doch weiter gerappt. Jurastudium dann zwar gemacht, aber ohne zu lernen großartig. Warum eigentlich? Brauchst du nicht. Wenn du für Jura gemacht bist, brauchst du nicht viel zu lernen. Wenn dein Kopf dafür gemacht ist, analytisch, brauchst du nicht viel zu lernen.
Warum hast du das Studium angefangen? Was war dein, was war der? Ja, genau das. Notfallplan in erster Linie. Exit. Aber der Hauptaspekt war eigentlich, weil es sich da langsam abgezeichnet hat, dass meine Verträge im Business erfüllt sind in absehbarer Zeit. Und ich wusste, danach mache ich ein eigenes Label auf. Weil ich wusste in dem Moment auch, selbst mit den mickrigen Verkaufszahlen, die ich jetzt gerade habe, kann ich vernünftiges Geld verdienen, wenn ich es alles alleine mache. Das heißt, es war für mich dann auch interessant, mal einfach juristisch mich auszukennen. Basic Knowledge in allen juristischen Bereichen, ob es Strafrecht ist, ist auch wichtig im Rap. Du gerätst immer mal in eine Klopperei. 100%. Der Mann hat es auch eben angesprochen, der junge Mann auf der Bühne. Aber auch so bei Themen wie Labelgründung, Markenrecht etc. Was weiß ich, es gibt ja tausend Dinge, die ich aus dem Jurastudium mitgenommen habe, die mir dann so viel Kopfschmerzen erspart haben. Voll. Und du lernst auch, selbst deinem Anwalt nie zu vertrauen, zu 100%. Ich kann dir aus meinem Bekanntenkreis allein 10 Leute sagen, wo der Anwalt schuld ist, dass die in eine Schuldenfalle getappt sind. Oder der Steuerberater. Passiert ja nicht, wenn du ein gewisses Grundwissen hast, ne? Ganz genau. Wenn du weißt, was du da selber tust, wenn du weißt, wie ein Vertrieb funktioniert, wenn du weißt, wie ein Künstlervertrag aussieht, was Prozente, was Royalties sind, wenn du das alles selber weißt, bist du auf jeden Fall auf der sichereren Seite, als wenn du es nicht weißt. Wo es um viel Geld geht, da kannst du auch viel Geld verlieren. Voll. Aber du hast das Studium nicht abgeschlossen, ne? Scheinfrei, aber kein Staatsexamen gemacht. Aber es war trotzdem nicht umsonst, das ist ja das Wichtigste. Kenn ich auch von mir. Drin doch wollt im Abspann meine Credits, guckst dich sagen. Ich lebe in einer surrealen Welt, weil ich wollte, dass man mein Bild. Und was sagst du? Ja, schon gut, okay. So Sozialwohnungen die auch gerne. Okay. Ja, also, aber ja, hat mir gefallen. Ja. Kann man sich anhören? Kann man mal hören, ja. Okay. Also jetzt permanent würde ich das nicht so meinen. Musst du dir anhören, Opa. Ja, okay. Aber kann man mal hören. Oh, feiert's doch eigentlich, weißt du? Alles klar. Jetzt ist ja, der Opa ist offen. In eine Ruhe. Schon gut, ja. Ja? Ja. Aber was soll ich groß sagen? Ist halt nicht so meine Musikrichtung, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ja, aber ist nicht schlecht so, vom Bass her und alles. Doch. Okay. Alles klar. Ja. Okay. Nice, Junge. Nice, Junge. Also man sieht hier, die Resonanz auf den Streets ist überragend. Verstehst du? Da ist helle Euphorie auf den Streets von Berlin. wenn der Absolute wieder die Songs rausballert. Man. Ist das Jiggy? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Genau das hab ich mir auch gedacht. Jo. Du? Genauso. Krass, Alter. Ich zeig euch einen neuen Song, ihr sagt mir eure Meinung, ja? Guck mal, Jiggy. Wenigstens du jetzt, komm. Grüße gehen raus, Alter. Louis Muster, mein Schachbrett, Torberg, schwarze Seele, die Kuspel. Okay, das Boss-Rap, Diamantenketten aufsetzt. Und? Gut. Kollege, mein Gott, immer gut. Gute Rhymes gehabt, schon immer. Feierst du, Kollege? Schon, auch. Sind schon ein paar gute Lieder. Mhm. Mehr so. Auch so persönlich und so? Also, was er so macht und so, seine Aktionen, dies, das. Ja, er macht ein bisschen mehr als Rap. Beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht so viel mit. Ja, nee. Ich habe mal mitbekommen, dass mit der Spende im Gazastreifen, diese Doku habe ich mal angeschaut, genau. Und so. Aber, so aber siehst du, die guten Sachen, die dringen dann doch irgendwie auch durch zu den Leuten, ne? Voll. Auch wenn sie nicht viel wissen, die wissen dann die schon. Die Dokus haben sie gesehen. Den Hund haben sie mitbekommen, gut, die Schlägerei haben sie auch immer mitbekommen, aber mein Gott. Kriegt man halt mit, aber die guten Sachen dringen trotzdem durch. Ne? Geil, alles schön. Richtig gemacht. Ist auch schön. Der Typ vorher da, der eine, der die Hunde-Doku geguckt hat, der hat ja keinen richtigen Plan von deiner Musik gehabt, aber hat trotzdem diese Doku gesehen. Cool. Aber sonst gute Lyrics und so. Mein Gott. Er und Farid Bang waren immer. Was rein technisch betrifft. Ja, ja. Stark. Wortspiele und so. Ja, genau. Wortspiele habt ihr früher auch meinen Kopf gefühlt, okay. Alter. Ja. Hast du eine Frage an Kollegen? Ja, ich habe mir auch schon ein paar Hirnwindungen verknotet da beim Lines-Schreiben. Glaube ich dir, damals hier, immer bei den Outros vor allem. Ja. Eine nach der anderen. Und dann bei den Outros auch immer muss einer dabei sein, wo ich sage, okay, der braucht wieder ein bisschen. Hm. Dann mache ich eine kurze Pause. Das sind die um 3-4 Ecken. Die gehen um 3-4 Ecken und kommen dann irgendwann wieder zurück. Dann verstehst du die. Zum Beispiel, hast du das von ist es wie, Vulkanlava. Das Treffen mit deiner Biatch ist wie Vulkanlava, es läuft nach dem Knallen auf Abhängen hinaus. So Dinger, ne? Geil. Ja. Wann hast du damit angefangen? War das von Anfang an, hast du dir von Anfang an gesagt, ich will diese Wortspielgeschichten machen?
vom ersten war, Rap. Es war für mich immer so ein ästhetisches Stilmittel. Es hat für mich immer so eine gewisse Wertigkeit in die Lyrik noch reingebracht, wenn es gut dosiert ist. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du eine Inspiration gehabt? Erfunden. Out of the blue, ins Blaue hinein, wie ein Taucherverein, sag ich mal. Einfach irgendwann mal damit angefangen. Und dann bis heute, da haut er die Dinger raus. Auch auf dem jetzigen Outro ist auch wieder eine, die braucht wieder ein bisschen Line drauf, wo die Leute vielleicht auch mal backskippen müssen, wie Mock in der Kneipe. Und dann nochmal hören und dann nochmal verstehen und dann verstehen sie es in 10 Jahren. Aber dann kommt der Aha-Moment, wie bei dieser schwedischen Popband. Und dann ist halt der Mindfuck halt 10 Jahre später, aber er kommt. Geil. Geil, Alter. Das ist jetzt gerade live an. Irgendwas, was dich schon immer irgendwie vielleicht interessiert hat oder so. Jetzt kurz 2 Minuten überlegen, dann zeige ich deinem Bruder erstmal den Song. Hör ich das nur selber oder ist schon ein bisschen ein neuer Flow, oder? Ja, ja, das ist ein Flow, den ich bis jetzt noch nie gemacht habe, den ich jetzt erfunden und patentiert habe. Ist eingetragen soweit als mein Flow. Ist alles okay? Ja, ja. Also brauchen wir keine Angst haben, dass der eine oder andere das kopiert. Oder? Darf er gar nicht, ne? da muss er latzen. Abgesehen davon ist es natürlich schwer umsetzbar, so extrem präzise zu flowen, auf so einem mystischen Klangbild, auch von der Lyrik, das noch zu verstärken, was der Beat schon an Atmosphäre vorgibt. Ja? Das ist große Kunst. Hast du den in Amiland aufgenommen, ja, ne? Arab Music. Ja, ja, den habe ich in Amiland aufgenommen, ja. Haben die dich da so ein bisschen so inspiriert, auch mal was Neues zu machen, oder wie war das? Ja, ja, schon. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich habe auch viel Einfluss da mal in Amerika noch getankt. So von Leuten, die kennst du ja gar nicht. Es gibt ja auch in Amerika an jeder Straßenecke Talente. Ja, Mann. Noch und nöcher, ne? Wahnsinn. Ja, Mann. Die rappen da auf den Streets, Alter. Wir haben ja mit den Leuten auf der Straße gerappt. Hab ich gesehen. Wir haben in der Doku, ne? In der Corner. Haben ja, voll. Der eine wollte gar nicht mehr aufhören. Ja, in New York, in der Bronx, oder wo war das gewesen? War das in der Bronx? Ja, ich glaube schon. In der Bronx, die erstbesten 3 Hood-Soldaten mit der Brown Paperback, wo irgendein Licker drin ist. Um 13 Uhr, Bruder. Wir sagen, ey, habt ihr Bock, ein bisschen zu freestylen? Und er sagt gar nicht ja oder nein. Der haut direkt, einfach an, der haut direkt erstmal 60 Bars raus. Ja. Spontan. So, yeah. Ist krass, was für eine Kultur Killer, dahinter steckt, Mann, Alter. Killer, Bruder, ja. Und dann der Absolute eingestiegen. Dasselbe, aber dann wiederum, dasselbe auch wieder, wo war das? Iceberg hat ja auch, der hat ja in Grund und Boden gerappt. Noah. Hier, mein Freund. Ja, yeah, von ihm habe ich mir letztens eine Dings reingezogen. 20 Jahre alt. 20 Jahre ist er. Der war vorher noch nicht mal in Bayern gewesen. So. Der hat gar nichts gesehen von der Welt. Der ist in Holthausen, Düsseldorf. Krass. In der Hood. Krass. Und ich nehme ihn mit nach Amerika. Was macht er als allererstes? Stellt sich da eiskalt hin und freestylt erstmal 3 Afros in Grund und Boden. Krass. An der Corner, ja. Krass, 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 krass. Warum hast du den eigentlich nicht selber unter Vertrag genommen, den Bruder? Der Bruder ist ehrgeizig. Der will selber, wa? Und in erster Linie ist er natürlich auch der Zögling von meinem guten Bruder Giuseppe, DJ Arrow, der sein eigenes Label aufgemacht hat. Ja. Und ja, okay. Die Jungs haben das gestartet. Ich kam dazu. Ich tue mein Bestes, so als Mentor hier und da den Jungs unter die Arme zu greifen. Mhm. Aber die Jungs sind hungrig, die wollen sich was aufbauen. Mhm. Und das sind auch vor allem ehrenvolle Leute. Die wollen gar nicht mir das Gefühl geben, irgendwas auf meinen Nacken zu machen. Mhm. Haben die noch nie gemacht. Ich bin mit DJ Arrow seit weiß ich nicht wie vielen Jahren zusammen. Der hat mich noch nicht mal nach einem Shoutout für irgendwas gefragt, für ein Mixtape von sich. So, ne? Das ist ein echter Bruder. Das ist ein echter Bruder, und ja. Da hilfst du den Leuten auch. Das machst gern. Du von alleine dann einfach. Ja, ja, Mann. Normal. Ja, er steht ja genauso hinter mir. Ein DJ ist auch wichtig. Ich sag das immer wieder. 100%. Ein DJ ist auch heutzutage nicht einfach nur der Typ, der ein Knöpfchen drückt und dann läuft das. Da brauchst du noch drauf rappen. Sondern bei einer guten Show, ne, da hast du Effekte, da bist du eingespielt. Da hast du vielleicht auch mal einen Aussitzer und der DJ schaltet und rettet dich, indem er einfach den Song abbricht oder dir den Einstieg vorgibt. Ja. Ja, der ist in der Show drin und der trägt seinen Teil dazu bei, ein guter, ja, DJ. Voll. Ja. Ich habe mir den ersten Track von Noah, habe ich mir reingezogen, Alter. Ich fand den übelst geil, Mann. Und ich habe mir gedacht, wenn der auf deinen Kanal ding, dann wäre der wahrscheinlich noch mal, wäre der wahrscheinlich gut durchgeknallt, so, weißt du? Ja, der Song ist brutal. Ja, voll. Song ist brutal, aber alles, was gesund wächst, ist besser. Wächst auch größer. Definitiv. Und stabiler vor allen Dingen. Mhm. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass bei mir ein Artist nicht überleben kann oder sich nicht aufbauen kann, im Gegenteil. Talent setzt sich immer durch, aber in dem Fall ist es halt auch so ein Ding, ich freue mich, wenn der Giuseppe, mein guter Bruder, ein erfolgreiches Label aufbauen kann. Ja, Mann. Ja? Ja, Mann. Wenn er diesen Traum verwirklichen kann, ich will ihm das gar nicht wegnehmen. Nee, ist auch, manche Menschen sind so. Manche Menschen wollen auch selber, weißt du? Ja, ich habe auch damals Leute an meiner Seite gehabt, wo ich gesagt habe, komm, ich kann dich mit hochziehen. Klar. Nee, Bruder, ich will selber. Normal. Und das funktioniert auch und das ist auch geil. Hundertprozentig. Genau. Ja,
will ich nichts davon haben. Ja, Mann. Geil. Ja. So viel Cash, dass ich bald nen Tennisarm hab. Von Drecks Live zu einer Menge Parade. Von dem Bahnticket zum Bett, die Fahrer, die Kette, so wie Frank Sinatra. Feldparker von Balenciaga, die Bälletasche, wenn es war. Ist das nicht aushalten wie Alan Harper, Kid? Und was sagst du? Ist okay. Ist okay? Ist okay, ja. Nicht so meins. Ballert dich aber nicht weg jetzt, wa? Nee, nicht so. Warum? Aber geht. Ich fand ihn früher besser. Ja? Mit JBG 1, JBG 2, aber alles, was danach kam. Was ich besser bin? Hat nachgelassen. Okay. Hat sehr nachgelassen. Geschmackssache, würde ich sagen. Ja, ist meine Meinung. Also ich finde es nicht mehr so krass wie früher. Mhm. Kommen jetzt viele neue, die es besser machen, finde ich. Mhm. Vor allem anders halt machen. Anders, ja. Willst du ihm irgendwas mitgeben oder irgendwas fragen? So, der guckt sich das jetzt gerade an hier. Ich drehe gerade ein Interview mit ihm. Direkt fragen nicht. Er soll wieder mal auf die alte Schiene kommen. Das wäre meins. Auf die alte Schiene, Boss. Auf die alte Gangsterschiene wie Züge in Compton. Ja, ja, das sagen die Leute immer. Ja? Mach doch mal wieder wie früher. Ja. Kommen viele? Ja, viele, klar. Immer echt? Wieder. Ja. Aber, ey, machst du gut Tape. Aber ey, auch die Leute freuen sich jetzt. Ich freue mich ja persönlich immer, wenn ich was Neues mache. Ja. Und es wird sogar direkt gefühlt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, vieles, wenn du was Neues machst, soundtechnisch, was der typische Hörer nicht so gewohnt ist, dann braucht der 2-3 Jahre und dann wird es ein Klassiker. Aber, weißt du, wo ich es auch aktuell krass merke? Nee. Bei Alias und Motrip. Ja. Die machen ja auch was Neues. Ja. Und das wird ja auch sowas von gar nicht angenommen, sage ich mal so. Ist das so? Ich habe mich da jetzt nicht mit der Resonanz. Auch so von den Zahlen her echt, also und von den Kommentaren und so, ein bisschen traurig auch sogar, muss ich sagen. Weil die machen ja was Neues, so, weißt du? Und die Leute wollen die einfach nicht auf diesen neuen Trap-mäßigen Film hören, so, weil es halt auch zwei der lyrischsten Künstler in Deutschland sind und davon fehlt halt gerade ein bisschen. Ja. Und von den anderen gibt es halt genug, sage ich mal so. Ja, das kann sein, dass das damit zusammenhängt. Ich habe mich jetzt damit der Resonanz gar nicht beschäftigt. Bist aber drauf auch, ne? Auf dem Tape, glaube ich. Ja, ich bin auch drauf auf dem Album. Mhm. Ja, Alter, das Lied ist ja auch schon draußen. Ja, hab ich mir reingezogen. Es war eigentlich geiler in der Originalversion, da war es nämlich auf dem Beat mit einem Sample, das konnten wir aber nicht klären. Das war so ein Klassiker-Sample, Mann, ich habe vergessen, was es war. Irgendwas aus den 80ern, einer der ersten Rap-Songs. Ist auch egal, trotzdem ein guter Song. Ja. Das wird auch ein gutes Album von den zwei. Egal, was jetzt die Leute denken, ist trotzdem immer noch ein sehr lyrisches Album. Ja, man kann ja auch nicht. Aber ich verstehe, was die Leute zwei, meinen. Drei Singles, ich sag dir auch ganz ehrlich, also Motrip, wie ich den am liebsten höre, ist der melancholische, depressive, lyrisch, voll geil. Diepe, ja, Mann. Der mich runterzieht. Embryo, genau. Der soll mich runterziehen. Ja, voll. Ja. In der Bahn oder im Auto. Ja, so wenn es draußen dunkel draußen. Oder dann höre ich mir den Motrip genau, an auf der Autofahrt, das. Dann ist Killer, dann ist genau. Der geil. Die Leute, ist halt schwer, du weißt ja, Schubladen denken, die haben ihn so eine, genau in der Schublade halt drin und wenn da mal was anderes kommt, dann sind halt die Leute heutzutage, ey, Mann, mach wieder so wie früher, Mann, ist geiler und dies, das, bla, bla, bla. Ja, genau. Aber es ist auch so, dass wenige Leute Musik zu schätzen wissen, die so eine gewisse Schwere auch hat, so eine, vielleicht nicht das Positivste, locker leichteste ist einfach, ne? Wo du auch zuhören musst und so, das ist für die meisten Menschen schon zu anstrengend. Ja, aber ich glaube, es kommt wieder mehr. Ich prophezeie irgendwie so ein bisschen, ich glaube schon, dass dieses leichte, die leichte Kost irgendwann auch wieder zurückgehen wird. Ich denke auch. Also ich glaube, es kommt und geht. Ja. Also ich glaube, irgendwann kommt es wieder darauf an, dass du auch ein Albumkünstler bist, der geilen Stuff abliefert, der auch ein bisschen. Ja, ich glaube, das kommt auch bestimmt irgendwann wieder. Irgendwann hast du das Tanzbein auch genug geschwungen. Ja, so. Dann ist auch zu viel Beintraining zur Zeit. Den ganzen rumgetanzt, oder? Ja, wenigstens mal so noch den hier dabei, da haben sie so ein bisschen was hier für den Latt gemacht. Naja, wen feierst du so von neuen Leuten? Gibt es irgendwie so von diesen ganz freshen neuen Jungs? Keine Ahnung, ein paar Namen, so Enno, Luciano, Capital Bra. Gibt es irgendwas, wo du sagst, feier ich so, finde ich geil, presse ich mir auch so? Ich finde alles cool, was Dynamik und was Hunger hat. Ich gebe auch den ganzen Leuten, auch die du genannt hast, Respekt. Das ist top Arbeit, was die machen. Mein Geschmack ist eher immer noch das Lyrische. Es gibt wenige, die zurzeit lyrisch rappen. OG Kimo zum Beispiel. Geil. Killer. Mannheimer Typ. Grüße gehen raus, Grüße, Alter. Grüße. Ja, Mann. Richtig stabiles Ding gemacht hier. Ja, Mann. 9 Tracks. Wie heißt das Ding nochmal? Ach, komm. Oh. Ich hab's nicht. Nee, ja, Vorwort ist das Intro davon. Scalp, genau. King. Zieht euch das rein. Scalp von OG Kimo. Das brutal. Hab ich gehört, Digga. Krass. Brutal. Krass. Vor allem der Song Klepto. Ah. Über Beat. Atmosphärischer Song, brutales Ding. Ich habe nur 1-2 Singles bis jetzt gehört. So. Ja, stabil, krass. Sehr stabil. Krass. Gibt es noch jemanden? Geheimtipps? Geheimtipps? Komm mal raus jetzt hier. Was muss man auschecken?
Ich höre Gringo tatsächlich sehr gerne. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Gringo ist mir sehr. Den feier ich übelst. Hassan K. und Gringo, mit seinem Ehrenmann-Rap. Hammer. Oder alles vorbei. Ich find's geil, Alter. Da habe ich das Gefühl, mein algerischer Stiefvater rappt. Wie die Schwester. Wahnsinn. Das weckt in die Heimatgefühle, auch Jungs, als Allmann. Ja, das weckt geil. Wirklich so ein gutes Gefühl. Ne? Ja, Mann, Alter. Das ist nice. Das Gringo auch mir aus dem Herzen manchmal. Voll crazy so. Auch eigenständiger Typ. Ja. Richtig eigenständige Persönlichkeit mit seiner Zahnlücke und diesen Flows. Ja, peilen viele nicht, können auch viele nicht fühlen. Genau wie meine Mucke viele nicht peilen und nicht fühlen. Aber ja, das ist auf jeden Fall killer stuff, Mann. Ja, das Mann. Lux macht. Ja, Mann, geil. Jetzt gibt es auch wieder neue aus Berlin auch. Hm? Die habe ich jetzt durch Iceberg hab ich die kennengelernt. Wie heißen die nochmal, die zwei? Bomb? Undercover und Pablo. Undercover und? Pablock. Kenn ich nicht, ne. Haben aber auch einen Song erst draußen, ne? Von AK oder was? Funkeln Steine, ja. Ach krass, okay. Haben sich getrennt, okay? Ja, und jetzt sind die wohl allein. Machen die ihr eigenen Shit jetzt. Geil, Alter. Davon weiß ich nichts. Das Lied habe ich nur gehört. Ja, auch sehr, sehr nice geworden. Killer, Alter. Ja. Muss ich mal auschecken. Check das auch mal aus, Leute da draußen, Alter. Fett, Mann. Sonst? Cool, Alter, ist so gut. Sonst gibt's doch. Klar, meine Jungs, sowieso die Alpha-Artists kommen jetzt an den Start mit Sachen, die sehr brachial sind nächstes Jahr. Auch Iceberg wird rasieren. Wer kommt als nächstes von den Jungs von bei dir? Weißt du das schon? Ich weiß es noch nicht. Je nachdem, welches Album jetzt schneller fertig wird. Momentan sind alle auf Hochtouren am Arbeiten. Bin noch gespannt auf Gent, Alter. Ja. Den feier ich auch übelst, Alter. Brutal, Gent, brutal. Ja, Mann, Leute, Alter, wissen doch gar nicht, was auf die zukommt. Ja? Ja, eiskalt. Aber ich finde schon, die ersten zwei Songs haben schon gut rasiert. Brutal. Ja, Mann. Ja, ansonsten, cool, es gibt sicherlich viele, die mal ab und zu mir ein leichtes Schmunzeln abverlangen. Ja. Ein wohlwollendes, sag ich mal, wenn ich mal die Generation Deutschrap-Playlist durchhöre oder die Modus Mio seltener. Modus Mio ist für mich meistens dann doch eher Brechreiz erzeugen. Online it in, man. Kurz klatschen. Clap back. Vier Blocks, Bruder. Vier Blocks, super. Ziehst du rein? Ja, klar. Ja, wa? Ich kam noch nicht dazu, die zweite Staffel mir anzuschauen. Das mache ich in Ruhe jetzt, wenn ich durch bin mit Promophase. Ja, Mann. Stabil. Ist geil auf jeden Fall, die zweite Staffel, ja. Ja? Ja, Mann. Ja, erst hat mir auch schon gefallen. Wieder erwarten. Ich habe mir gar nicht viel davon erhofft oder versprochen. Ja. Habe mich auch nicht da viel mit beschäftigt vorher und war positiv überrascht. Voll geil, endlich mal ein deutsches Ding, was auch annähernd irgendwie ein bisschen so echt ist, weißt du? Ja. Gab's ja vorher auch selten. Gar nicht eigentlich. Beziehungsweise noch nie. Ja. Ich bin auch jetzt gespannt auf Dogs of Berlin. Genau den, ja. Wo da mein Freund Sinan G unter anderem mitspielt, ja, Mann. Wird, glaube ich, auch nice. Ich glaube auch. Ja. Ich habe den Trailer gesehen. Hast du den Trailer gesehen? Ja, auf Insta ja. Haben die schon was ja. Gepostet. Ja, die haben auch richtig Gas gegeben. Ja, Qualität war. Auch. Ja. Auch Netflix und so ist auch nochmal ein Level, Alter. Ja. Bin ich gespannt, wie das reinknallt. Das wird gut werden. Wie ist es mit dir, Schauspielerei und so? Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du auch gut verschauspielern kannst. Was? 100%. Mich kannst du 3.30 Uhr nachts wecken und ich spiele ganz Hollywood an die Wand. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich machte den Leonardo DiCaprio als Romantiker am Schiffsbug genauso gut wie den Vin Diesel auf irgendeinem Planeten gegen die Aliens. Ja, klar. Nur, dass ich einen Meter größer bin als der Glatzkopf. Aber? Aber die Gagen stimmen soweit noch nicht. Hm. Kam aber schon, bis jetzt flattern schon Dinger rein, wa? Oder kamen schon ein paar Angebote rein. Aber es waren keine Filme dabei, wo ich auch hinter der Message stehen konnte. Hm. Okay. Bis jetzt. Eigenen machen? Ja, warum nicht? Bisschen Geld in die Hand nehmen, einfach einen eigenen Blockbuster machen. Ja, voll. Wenn du noch einen Schauspieler brauchst, sagst du Bescheid. Hast du auch den Traum, mal einen Film zu machen? Ich hab das schon immer. Nee, ich nicht. Nee? Ich hab schon immer den Wunsch, den heftigsten Horrorfilm aller Zeiten zu machen. Horrorfilm? Ja, ja. Ah, ist sowieso nicht so mein Shit, Alter. Nee? Nee. Gar nicht? Nee. Lieber Comedy oder realen Shit, so. Ja gut, von 100 Horrorfilmen sind 99% auch der letzte Scheiß, ja. Aber einen geilen Horrorfilm, der gruselig ist, echt? Der Schock, was, der aber auch Tiefgang hat und eine geile Story hat. Bin ich mal gespannt. Es gibt ja schon so ein paar, die gehen schon vom Ansatz her in die richtige Richtung. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von gut gemachten Found-Footage-Filmen. Hm. Blair Witch Project-Style. Ah, so real. Gefundene Kamera, dann siehst du, was ist passiert. Weil das ist auch eine Kunst. Da gibt es natürlich unheimlich viel Trash auf dem Markt, aber es gibt auch so ein paar Juwelen. Was zum Beispiel sehr geil ist, ist Katakomben, spielt in Paris. Sehr gut gemachter Found-Footage-Film. Oder, was auch nicht schlecht war, Rec. Der erste und der zweite Rec, auch sehr geil gemacht.
einzigen Horrorfilm, den ich mir gegeben habe, war Saw. Das ist ja Horror? Schon wieder einfach nur ja, Splatter, Slash. Und S. Wie heißt es? Stephen Kings oder Stephen Dings S. Ja, ja, genau. Das S. Der Clown. Ja, der ja, Clown. Ja, genau. Das war eigentlich ein ja, relativ stabiles Remake, wenn man auf Special Effects steht. Mhm. Ich persönlich bin mit den Stephen King-Filmen groß geworden. Die haben für mich einfach diesen. Der 80s-Vibe gehört dazu, auch zu so einem ES. Deswegen finde ich die Klassiker immer besser. Ist auch eine Ära, die kannst du nicht wiederholen. Ist ähnlich wie die Golden Era. Zeit des Deutschraps, die große goldene Zeit der Horrorfilme, Stephen King, 80er, 90er Jahre, die ist halt gelaufen. Hm. Heutzutage, wenn du dir so einen Film anguckst und du hast nicht den Nostalgie-Aspekt, weil du damit groß geworden bist, dann sind das wacke Filme. Gibt so. Dir nichts mehr so, ne? Nö, nee, nee. Ja, du brauchst schon das Gefühl. Du brauchst diesen Vibe, ja. Ja, ja. Damals haben wir das schon mal gesehen, damals hat uns halt erschreckt. Ja, geprägt auf jeden Fall. So ist das. Aber nee, den heftigsten Horrorfilm zu machen, aber mit einer geilen Story, das ist so mein Ding. Was ich noch machen will. Schon Zeitplan im Auge? Jetzt wird ein bisschen locker machen? Ich schreibe schon länger dran. Echt, ne? Ja, ich schreibe tatsächlich schon dran, seit ich 17 bin. Ach, krass. Ja. Ja, aber sehr perfektionistisch. Ja, vieles verworfen. Geil. Bruchstücke gesammelt an Ideen. Oftmals auch einfach aufgeschrieben. Szenerien. Einfach kommt, so. Kommt ein Kopf hinter irgendwas. Ich will ja nichts spoilern. Auf jeden Fall kranker Scheiß. Aber ist geil, mach, Alter. Ich habe mir gestern ein Interview von Ice Cube reingezogen, wie der den ersten Friday-Film auch gemacht hat und so, weißt du? Ja. Ist geil, Alter. Ja, Filme machen ist auch was Geiles, wo du dich kreativ voll. Mega austoben kannst. Ja, Mann. Vor allen Dingen heutzutage kannst du eh alles machen. Mhm. Auch als ein Rapper, so, weißt du? 100%. Hast du gar keine Grenzen mehr, egal in welche Richtung so. Ja, klar, du kannst alles selber machen heutzutage. Ja, genau. Und JBG-Film kommt auch noch, sagst du, wa? Ja, sollte ja kommen, aber wurde dann doch nicht gemacht. Leider, Alter. Das hätte ich mir gerne reingezogen, Alter. Wäre das so auf lustige Basis gewesen, auch so auf überschrieben? Action-Comedy. Voll geil, sag ich Alter. Mal, ja. So wie, ich kann mir richtig vorstellen, so wie Kevin Hart und The Rock und so ein Scheiß, Alter. Ja, so in die Richtung wäre das wohl gegangen, ja. Eine locker leichte, aber auch rabiate Action-Comedy wäre das geworden. Wir hatten ein geiles Drehbuch, Mann. Wir haben ein Dreivierteljahr am Drehbuch geschrieben. Farid und ich uns immer getroffen bei ihm um die Ecke im Café, morgens Kaffee getrunken. Aber du würdest es jetzt nicht ausschlagen, oder? Wenn jetzt ein geiler Deal um die Ecke kommt? Ey, klar, wenn einer Bock hat, das zu verfilmen, kann man über alles reden. So, die Leute, mit denen wir das machen wollten, sind jetzt abgesprungen dieses Jahr und wollen da nicht mehr investieren. Mhm. Deswegen ist das Projekt jetzt erstmal auf Eis. Auf Eis. Aber das Drehbuch ist Gold wert. Es ist noch da. Ja, ist brutal. Das Drehbuch ist Gold wert. Geil. Was ich mir wünschen würde. So, hast du dir was überlegt, Chef? Ja, Bruder. Wir zwei sind vom Balkan. Ich würde mal Kollegen fragen, wo er mit Farid in Serbien war, was und Montenegro, was sein Rekord bei Cevape essen ist. Wie viel er geschafft hat. Ah, okay. Haben die nicht damals sogar ein Video gemacht gehabt, Digga? Er alleine, wo er mal in ich glaub, da hat man Montenegro war. Oder ja, aber wo er mit Farid war, da war kein Video. Okay, alles deshalb, klar. Wer hat mehr geschafft, Farid oder er? Ja. Okay, alles klar. Er ist ein Cevape-Freund, das sieht man über Bauch irgendwo an. Erzähl, wer hat mehr geschafft? Ich habe lange den Rekord gehalten, es waren, glaube ich, 1,4 Kilo. Cevape am Stück. Das war doch in dem Blog damals, ne? Ja, ja, ich habe 2 Challenges gemacht. Bei der zweiten habe ich meinen eigenen Rekord gebrochen. Ich glaube, letzter Stand war 1,4, 1,5 Kilo roundabout. Und dann kam irgendwann einer aus deiner Stadt zu uns nach Düsseldorf und hat den Rekord gebrochen. Ein total kranker Motherfucker. Das gibt es auch in dem Blog. Echt, ja? Ja, kam ein Berliner, der hat sich vorbereitet, hat eine Woche nichts gegessen. Ist nicht meine Stadt, muss ich hier korrigieren an der Stelle. Okay, du bist zugezogen. Zugezogen in Berliner. Wieder Galgenstrick um den Hals einiger Deutschrapper am 7.12. Was war am 7.12.? Der braucht wieder ein bisschen. Scheiße, der braucht ein bisschen länger. Ich hab den schon bestätigt, aber ich hab's gar nicht gecheckt. Ja, ist oftmals so, dass ich in der Runde einen Witz erzähle. Jetzt hab ich ihn, jetzt kommt er gerade. Und dann alle sagen, ah, Boss, ach du wieder. Und am Ende frage ich, was hab ich denn damit gemeint? Jetzt hab ich wegen deinem Album 7.12. Grillenzirpen, hörst du da mal. Nö. Nee, wo waren wir denn stehen geblieben? Challenge? Cevape. Jedenfalls kam einer und hat es geknackt. Und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, den Scheiß da nochmal durchzuziehen. Das ist ja ekelhaft. 1,5 Kilo Hackfleisch da zu fressen. Da kommt mir das kurz vom Nachdenken. Nee. Musst du doch nicht. Musst du deinem Körper nicht antun. So, jetzt kommen die letzten gleich nochmal durch. Spannend, Alter. Let's do it, man. Ja, da haben wir ja überwiegend hier wirklich das Land in Verzückung versetzt Ricardo. Mit unserer Mucke hier. So, was hast du hat der absolute wieder alles richtig gemacht. Jetzt kommt hier der Echo-Liebhaber. Kommt der Helly Hansen Jackenträger, der... Ne? Auch der spricht sich jetzt mal positiv. Was hat der denn hinter dem Ohr tätowiert? 3X, Triple X oder was? Ich hab keinen Lieblingsgänse, ne. Da sind wir wieder bei Vin Diesel. Das ist auch wieder dieses Hellseherische, was der absolute ab und zu anderen sagt. Hat vieles verändert. Voll, man hört alles so ein bisschen. Platten gekauft oder so CDs gekauft.
letztens war ich bei der Autogrammstunde und habe versucht, die Namen zu erfüllen. Von den Menschen. Die Menschen, die da kommen, wollen ihr Buch signiert haben. Ich war in Straubing gewesen, irgendwo in Niederbayern. Ja, Straubing, keine Ahnung, 60.000 Einwohner, die Hälfte war da. Und jeder zweite mit dem Buch. Ne? Und ich schreibe halt immer mit Widmung rein. Und irgendwann habe ich mal gedacht, komm, ich versuche mal durch Remote Viewing irgendwie den Namen. Ich gucke ihn an. Und versuch's. Ich gucke dich jetzt an. Ich wüsste jetzt bei dir zum Beispiel direkt, du heißt Leon. Ja. Klarer ja, Fall. Okay, das sieht man dir an. Ja, ja, ja. Das hätte ich jetzt auch so gewusst. Hättest du so gewusst, ne? Ja, ja. Wie heißt der Kameramann? Ich hatte jetzt tatsächlich dann so 5 Treffer, glaube ich. Von 7 waren 5 Treffer. Echt, ne? Ja, ja. Wie heißt er? Das wird ein klassischer Ali, wird das. Emil. Emil. Passt doch perfekt, oder? Sieht man doch, oder? Ja, das sieht man doch. Hätte jetzt auch ein Erwin sein können, aber... Oder ein Peter. Geil. Nee, und dann habe ich beim Gospel-Videodreh... habe ich beim Gospel-Videodreh ja wiederum dem Dimitri einen Stern in den Kopf projiziert, ne? Dimitri. Wo ist er denn? Wo ist er? Da. Dimi, bestätigst du kurz die Sternen-Projektions-Story? Soll ich dir erzählen? Erzähl sie kurz bitte aus deiner Sicht, sonst glaubt es wieder keiner. Komm mal kurz ran, Dimi. Oh, fuck. Na, jetzt musst du auch noch auf Kamera hier, wa? Da hättest du jetzt nicht mit gerechnet, ne? Ja, stell dich mal hier in die Mitte rein, Dimi. Okay. Hock dich ein bisschen hin am besten. Gar kein Thema. Also, Dimo, alles gut, Dimi? Dimi erstmal stabilster Mann zurzeit, der immer am Start ist. Langer Rede, kurzer Sinn, guter Freund. Schwager von AK auch. Echt, ne? Gospel-Videodreh. I like that, ne? Dinosaurier drumherum, Dinosaurier-Skelette, sehr okkulte Szenerie vom Gefühl her. Ich war gerade am Drehen für das Video zu Real Talk, dem Song. Mhm. Und was ist dann passiert? Dann kam der Kolle mit dem Thema drittes Auge öffnen und, also wirklich ganz wilde Story. Und dann sagt er so, hast du auch dein drittes Auge schon geöffnet? Und dann habe ich das erstmal so als Scherz aufgefasst, habe gesagt, hör mal zu, ich habe mein drittes Bein erstmal gar nicht ernst genommen, ne, wirklich. Und dann war das so gewesen, dann sagt er, hat er mir das kurz erklärt, drittes Auge, also ne, Gedankenübertragung, ne, wirklich ganz wilde Story. Und dann sagt er so, ich schaue mir jetzt auf mein Handy ein Bild an und versuche dieses Bild, was ich mir gerade anschaue, von eine Trilliarde Möglichkeiten in deinen Kopf zu projizieren. Und da war das so gewesen, er hatte sich die Sonne angeschaut. Mhm. Und dann sagt er so, was fühlst du, welche Farben? Haben wir uns da so langsam herangetastet und am Endeffekt hat er es wirklich geschafft, mir das Bild so ein bisschen zu projizieren. Ich habe dann wirklich so einen Kreis rund etwas gesehen. Dann sagt er so, was fühlst du? Ja, Stern, ja, wir kommen den ganzen Tag nah. Ja, irgendwann habe ich gesagt, jetzt intuitiv, was siehst du als erstes, wenn ich jetzt die Hand an deine Stirn mache? Stern. Ja. Dann habe ich das Handy rumgedreht, dann war es halt die Sonne. Ja, und dann sagt er so, die Sonne, Stern, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Kam wir schon den ganzen Kann aber auch ein Zufall gewesen sein. Alles mal relativiert kurz. Krass. Man weiß es nicht, man das arbeitet dran. Ja, ist krass, aber es gibt ja Menschen, die, also ist ja offensichtlich, dass sowas auch funktioniert. Ne? Dass es funktioniert, ist Fakt. Es das ist geht nur, ja. Es ist nur eine Frage, wie sehr du es trainierst. Genau. Ja, und man sollte sich ruhig mal auch mit dem Spirituellen beschäftigen. Voll geil. Mentalismus allgemein, ein Thema, was ich voll geil finde. Ich habe mir auch schon einige Bücher darüber durchgelesen. So. Ja. Menschen lesen, gucken, auch schon zu verstehen, wie ein Mensch drauf ist, ohne überhaupt ein Wort mit ihm zu reden, geredet zu haben, so, weißt du? Ja, ja. Allein wie zwischenmenschliche Psychologie, wie Massenpsychologie funktioniert, ist schon was sehr Wissenswertes, was dich in eine Position manövrieren kann, wo du einfach dem Rest der Menschheit komplett voraus bist, mhm. Wo du steuern kannst. Hundertprozentig. Ja. Du kannst dein eigenes Leben auch steuern. Zum Guten oder zum Schlechten. Ja, dich selbst sowieso, ja. Ja, genau. Die Macht über die eigene Psyche ist ja. Die größte Macht, die du haben kannst. Ja. Nicht wie groß der Bizeps ist. Ja. Obwohl, ist auch schon relativ wichtig, aber ja. Da achten wir auch drauf. Ja. Ganz klarer Fall. Wie viel hast du zurzeit? Es müssten 45er sein. Boah, ich weiß, kann sein. Ja. Ja. Irgendwie sowas in dem Dreh. Hundertprozentig. Weil bei mir, ich habe heute gemerkt. Hört man noch an der Stimme auch, oder? Bei mir heute, ich habe es jetzt extra aus Gründen. Dimi, vielen Dank ja, für, deinen kleinen, Auftritt. Dimi. Oder? Super. Hast du heute gemessen? 45er. Ja? 44,9. Ich bin ehrlich, das aber wir sind nah dran. Was siehst du? Sind wir doch auf einem Level hier. Deswegen verstehen wir uns auch gerade. Alles abgedeckt. Ja. Ja. Und du? Kennst du Kollege? Ja, Bruder. Was hältst du von ihm? Guter Mann. Ja? Guter Mann, auf jeden Fall guter Mann. Ja? Warum hast du so ein paar Sachen auf dem Schirm, was er so persönlichkeitsmäßig macht? Ja, ab, Bruder. Er hat sich ja eingesetzt, diese Palästina-Konflikt. Fand ich super. Mhm. Dass er dafür als so schon prominenter Mensch Stellung bezogen hat. Ja. Finde ich gut, Mann. Machen nicht viele, ne?
Die wenigsten, Bruder, die wenigsten. Leute, alle reden, aber keiner macht. Ja, so ist es, Digga. Und der hat gemacht, Bruder, hat gezeigt. Das ist sein Hack, muss man ihm geben. Guter Mann, voll geil. Starke Worte, Alter. Und du? Er ist sehr Mainstream. Ich finde, also jetzt auch durch diese ganze Geschichte mit dem Echo war das auch, ne? Mhm. War das ja, aber hat verkackt irgendwie schon. Also ich muss sagen, ich find's in Ordnung. Ich feiere aber seine Musik nicht so. Ja. Was meinst du mit, er hat verkackt? Ich finde, er hat einfach, also keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen. Ist halt einfach, so Echo war halt ein krasser Musikpreis so. Ist schade, dass wegen ihm kaputt gegangen ist, aber irgendwie ist auch nicht nachvollziehbar so. Weil ich meine, das ist halt so Musik, ne? Also kann man so oder so sehen. Für die kleinen Leute ist halt eher so die, weißt du, so als Vorbild und so. Der Mann, der weiß, wovon er redet. Das hat Hand und Fuß. Das hat schon Hand und Fuß wie ein Embryo, der da von sich gibt. Der weiß auch nicht, ob er den Echo jetzt cool, schlecht, aber was ist der Kolle für einen? Ist okay, ist nicht okay. Ja. Ist cool, ist scheiße. Ja. 10 Meinungen. Er gibt dann auch wieder einen. Er gibt dann auch wieder einen. Das finde ich halt schade irgendwie, Mann. Wenn du gar nicht genau weißt, aber sagst, nee, ist scheiße. Ja, gut, es schadet mir ja nicht. Ist so geil. Ja. Ja. Aber ich höre raus, du hast dich damit eigentlich gar nicht richtig beschäftigt. Ne? Wahrscheinlich hast du irgendwie einen Bericht gesehen, wo die gesagt haben, nicht viel beschäftigt. Ich habe mich damit nicht viel beschäftigt, aber wie gesagt, ich feiere halt Kollegen nicht so. Ich höre nicht so viel. Okay, aber damals jetzt nicht deswegen, oder? Ja, nein, oder nicht deswegen. Nein, nicht deswegen. Also generell, weil er einfach diese, also die Musik, die Richtung, dieses Two-Hater Tape, die waren noch ganz in Ordnung so, aber jetzt ist es zu Mainstream geworden. Okay. Ja, ist deine Meinung, Digi? Was wolltest du noch sagen von der Seite? Hast du irgendwas gesagt? Bruder, ich bin eigentlich gut, Mann. Diese Echo ist ein scheiß Musikpreis, Digga. Das ist doch nur Gelaber. Du weißt, wer gewinnt, du weißt alles schon. Und die haben Hip-Hop mies nicht verstanden. Wenn die wegen so einer Line, natürlich, die Line war vielleicht ein bisschen too much. Das kann man nicht sagen, Digga. Kann man schon zustimmen. Aber so ist Rap, Bruder. Du weißt doch, Grenzen testen, so ist Hip-Hop. Und dass der Echo jetzt weg ist, Bruder, bessere Promo kann doch Rapper gar nicht geben. Wegen Kollegen und Falsch war eh kacke, Digga. War eh kacke. Ja, das ist gesagt, Digga. Geil, Alter. Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung. Du spiegelst meine Meinung. Und du hast Ahnung von Hip-Hop, Digga. Das merkt man. Da hast du nur noch einen gefunden. Oder? Ja, der war bewandert. Der war bewandert. Der Jack ist geil, ne? Ja. Geil, Alter. Der Bruder mit der Jack hat eigentlich genau meine Meinung vertreten. Ja, feier ich. Und wie er es auch gesagt hat, die haben Deutschrap und Hip-Hop gar nicht gecheckt, die Typen, Alter. Beim Echo. Peace out. Das ist das Outro, man. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen. Live-Reaktion von der Straße zu der gesamten Kunstfigur Kollega, würde ich mal sagen, an der Stelle. Jetzt geht's weiter mit dem Interview. Grüße gehen raus an Kollega, Kamerateam und natürlich auch an AK, Alter, Bruder, du weißt Bescheid. Ich hab dich gepiept. Peace out. Ja, Mann. Ja, interessant. War doch Killer, oder nicht? Interessant mal, den einfachen Pöbel auf der Straße zu hören. So. Nee, Spaß. Also ist wirklich mal interessant auch, was das bei den Leuten so, glaube ich, für ein negatives Gefühl einfach verursacht hat, obwohl die gar nicht genau wissen, um was geht's da genau. Mm. Interessant. Mehr auch nicht, ne? Ja. Mehr dann auch am Ende des Tages nicht. So, Kolle, jetzt habe ich hier die Story ja vorhin gemacht. Jetzt gehen wir noch ein paar Fanfragen auf entspannt durch. Oh, auch lange nicht gemacht, Fanfragen. Einfach mal ein paar Fragen beantworten auf entspannt. Klar, let's do it. Hau ruhig raus. Da haben wir ja die... Wenn er die Weltordnung neu aufstellen dürfte, wie würde er sie gestalten? Das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich nicht verraten kann. Mhm. Vielleicht ist es mal wirklich irgendwann so weit und ich bin in der Position. Und dann hast dann du muss das Ding auch laufen, ohne dass einer vorher weiß, was davor geplant wurde. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Grüße gehen raus an den Fragensteller, ist ein Homie von mir, Dani. Krasse Frage auf jeden Fall. Wie kam es dazu, dass Kollege mit Rappen angefangen hat? Das haben wir auch schon ein paar Mal durch, glaube ich. Wa? Ja, also insgesamt ja, in Interviews Hut. So. Alter Hut, wie, sagen wir mal, das Behältnis, in welches ich nachher noch ein paar Taler reinschmeiße, was dann vor wiederum dem Mock liegen wird. Alter Hut. Alles klar. Eine Frage von Michael-Goldmann. Was ist denn los mit dir? Ja, Gegenfrage, Michael Goldmann. Was ist denn los mit dir? Ömer 127. Feature mit Flair in naher Zukunft vorstellbar? Fragezeichen. Auch grundsätzlich ist alles vorstellbar. Ich respektiere Flair mittlerweile als Menschen, wie auch als Musiker. Mhm. Vieles von dem, was er auch raushaut, finde ich cool. Und grundsätzlich habe ich überhaupt nichts mehr gegen den Menschen-Flair und den Künstler-Flair. Ich bin im Grunde offen
Allerdings auch erstmal jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich mache eine musikalische Schaffenspause. Mhm. Nö, ich lehne gerade auch jedes Feature ab. Das soll auch keiner persönlich nehmen da draußen, auch viele Leute, die jetzt angefragt haben. Brauchst einfach mal Ruhe, wa? Ist einfach mal jetzt mal Zeit für eine kleine Pause. Ja, aber finde ich schön, dass da die Dings wieder Wogen geglättet sind. Ja, ist cool. Auf jeden Fall. Trinkt Kollege gerne Kaffee? Wenn ja, welche Kaffeesorte trinkt er am liebsten? Von Official Raptor 879. Luwak-Kaffee ist mein absoluter Lieblingskaffee. Mhm. Das ist über Jahre lang mein treuer Begleiter gewesen. Ich habe den damals importiert aus Bali. Mhm. Ich war in Bali auf einer Tabakfarm, hatte da gewisse Machenschaften auf einer Tabakfarm und und da waren halt auch Luwaks. Und einfach mal so in Bali auf einer Tabakfarm. Ja, ja. Teilweise dokumentiert, aber die Hintergründe nicht so ganz. Ja. Und da habe ich erst mal Luwak-Kaffee getrunken und der knallt ja wirklich gut rein. Der macht dich wach, der macht dich fit und der schmeckt. Weißt du, was Luwak-Kaffee ist? Nein, gar nicht. Es gibt im Dschungel so ein Tier, das ist eine Art Katzenwesen, das aber auch gut klettern kann. Ach du Scheiße. Ja, und es ist irgendwie so ein Mischwesen aus, sagen wir mal, Marder, Stinktier, Katze und Affe. Luwak. So. Und aus den Exkrementen dieses Tiers, denn das ernährt sich wiederum von einer bestimmten Bohne, wird der Luwak-Kaffee gemacht. Das klingt jetzt erstmal disgusting as fuck. Verarsch mich doch jetzt. Nee, nein, Bruder, nein, das ist bekannt. Das ist nicht Spezialität. Das ist eine reine Spezialität. Nicht bei Def schon. Ich kann nichts dafür, dass du in diesen elitären Kreisen noch nicht fungierst, Bruder. Luwak-Kaffee ist eine Spezialität. Ich bring dir mal einen mit. Kannst du auch googeln. Auf jeden Fall, das ist mein absoluter Lieblingskaffee. Krass. Der ist mir leider ausgegangen. Ich muss aber neue Lieferung bestellen. Krass. Ansonsten habe ich zu Hause eine sehr hochwertige Kaffeemaschine. Und natürlich das Erste, was der Absolute am Tag macht, einen Doppelten. Ein Doppelten? Doppelten, ja, so eine Kanne voll, brühend heiß in den Nacken rein. Ja, dann ist er wach. Geil. Dann läuft der Motor. I like that, man. Okay. Ich muss mal eben kurz Akku wechseln. Ja, nice. So, Kalito-63 fragt, hast du Kinder? Nee. Ich habe, denke ich mal, viele Kinder, viele Nachwuchsbosse, die meine geistigen Kinder sind in diesem Land. Aber leibliche Kinder habe ich bis jetzt noch keine. Planung? Also, ich habe schon bist jemand, der sagt, ich will Kinder haben? Ja, ich sag mal so, die Alpha-Gene müssen schon in die Welt noch transportiert werden und sollen sich auch multiplizieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall noch ein Plan, der auf meiner To-Do-Liste steht. Patterson unterstrich fragt, bester Afro-Rapper? Bester Afro-Rapper, ganz klar, Iceberg. Ganz klar. Iceberg it in, man. Ja, Noir. Geil. Noir. Oh, geile Frage. XKVN-Groni fragt, was wäre, wenn du mit Deutschrap nicht angefangen hättest? Welchen Beruf würdest du dir aussuchen oder würdest du machen? Gibt's hier aber, gibt's was, wo du sagst, wenn ich nicht Rapper geworden wäre, dann der Film? Ja, entweder wäre ich, sagen wir mal, Kartellgründer geworden, irgendwo in Südamerika. Ja, oder? Ja, oder? Oder ich wäre halt eben irgendwie so ein Scam-Artist à la Jordan Belfort geworden. Okay. Hätte mich dann aber irgendwann gefangen und wäre dann zu einem Elon Musk mutiert. Ah, okay. Elon Musk ist geil. Ja. Feier ich. Elon Musk. In die Richtung müsste man sich das abstrakt, glaube ich, vorstellen. So, ne? Ja. Auf jeden Fall so oder so. Eine Wandlung von einer gewissen negativen Bad-Boy-artigen Figur zu einer messiashaften Figur. Ja, krass. Ist ja nicht so weit weg von der aktuellen Karriere. Ach, es ist so herrlich. Eine Aktion nach der anderen. Jetzt haben sie sogar Jugendwort. Bin ich ja jetzt Jugendwort geworden. Echt, ja? Ja, Ehrenmann ist da Jugendwort. Geil. Eine Fanfrage von Leon Lovelock. Wie siehst du die Rolle der Frau? Die Rolle der Frau? Ja. Meinst du das Nudelholz oder was? Ach du Scheiße, Alter. Der war krass. Oder meinst du doch die Lockenwickler? Nee, Frauen auch stabile, nee, ich mein so stabile Wesen. Bist du eher so der Typ, der so das klassische Frauenbild eher so im Sanduhrfigur. Sanduhrfigur. Das ist das Stichwort. Klassisches weibliches Bild. Ja. Ja. Auch so von der Rollenverteilung mäßig her, wa? So? Möglichst wenig Speckrollen.
von der Verteilung her, wenn, dann gleichmäßig verteilt, ja, im Idealfall aber weniger. Okay, alles klar. Nee, da haben wir die Frage doch auch durch, Mensch. Super. Kommt JBG 4 irgendwann? Grüße aus Dietzenbach von Ehren. JBG hängt immer damit zusammen, ob es gerade eine Situation gibt, wo man jemandem, sagen wir mal, die Leviten lesen muss, die Ohren lang ziehen muss oder ihn auch quasi in einen Zustand des fast Dahinkrepelns verfrachten muss. Du brauchst Gegner. Du brauchst für den JBG brauchst du immer Gegner. Du brauchst Feinde. Gibt's nicht mehr, wa? JBG ist Krieg. Gibt's Feinde gerade noch? Außer die Mainstream-Medien? Ja, die Mainstream-Medien sind aber jetzt auch gut durchgenudelt worden. Jetzt auf Platin war gestern schon, kriegen auf meinem Album jetzt auch nochmal den ein oder anderen Seitenhieb ab. Aber dann ist auch wieder gut. Ich meine schon durchaus Rap-Feinde. Weil so eine Bild-Zeitung kann dir jetzt nicht mit großartigen Punchlines antworten und die wird dir auch irgendwie jetzt nicht mit einer Gruppierung auf die Pelle zurückrücken versuchen. Da ist der Nervenkitzel natürlich lange nicht so geil wie in so einem schönen, guten, alten deutschen Rap-Beef. Ne? Aber ich glaube, du bist schon, ich weiß nicht, ob das nochmal kommt. Nö, weiß man nie. Weiß man nicht. Oh, Leute haben schon viel gesagt, passiert sowas passiert nie wieder und dann kommt es nochmal 10-mal Knüppel. So. Leon68, wahrscheinlich einer aus Mannheim, Namensvetter, fragt, ausstehende Features noch? Fragezeichen. Oder hast du schon alles verraten? Also ich werde jetzt noch vertreten sein, natürlich auf dem Album vom Gent. Auf dem nächsten Jigsaw-Album sowieso. Und das ist im Grunde jetzt erstmal alles. Farid hat doch eine EP angekündigt, oder? Ja, klar. Stimmt das? Ja, ne? Ja, ja. Stimmt, da kommt doch jetzt mit The Game das erste Ding raus, wa? Genau. Voll geil. Bist du auch drauf auf dem Tape? Nee, auf dem Tape bin ich nicht drauf. Ah, okay. Farid wiederum ist aber bei mir auf dem Album drauf. Okay. Mit dem Song Psycho. Geil. Killer. Geht in welche Richtung? Real Talk lastig oder auch wieder schön in die Fresse? Auf die Fresse, auf die Fresse. So okay. Ein paar Real Talk-Dinger dabei, aber nicht zu kopfickig. JBG-Sound. Okay. Geil. Kommt von dir mal eine eigene Zigarre raus? Ja. Ich habe ja schon für mich selber tatsächlich... Mit einem Gönjamin-Gesicht drauf am besten. In der Produktion, Alphonse, aber nur für den Eigenkonsum. Das hat Ecke gedribbelt. Okay, krass. Ja. Im Endeffekt sind es einfach nur hochqualitative südamerikanische Zigarren, wo meine Banderole drumherum ist. Okay, ne? geil. Aber es sieht schön aus für mich zu Hause in meinem Humidor, wo dann wiederum auch der Alpha-Löwe drauf in Gold eingraviert ist und so, ist das schon etwas Schönes für mein eigenes Auge. Ja. Ich glaube, die Zigarrenraucherkultur ist in Deutschland so eine Zielgruppe, die relativ überschaubar ist. Ja, definitiv. Ob da der große Euro rauszuziehen ist für einen absoluten... Man muss auch nicht aus allem Kapital schlagen. Ja, dann bringst du lieber einen Shisha-Tabak raus hier, mit AK zusammen. Da geht da mehr. So, erzähl den Zuschauern von Leon Lovelock mal bitte etwas über das Geldsystem von heute. Boah, kannst du googeln, kannst du bei YouTube eingeben, Kollege über das Geldsystem. Bevor ich jetzt hier eine Viertelstunde einen Monolog halte, sparen wir uns das, glaube ich. Gib das einfach ein. Ist schon sehr... Spät am Tage, würde ich mal sagen. Du merkst auch meine Stimme langsam. Wir sind am Ende der Promophase, letztes Interview. Alles gut. Es wird immer rauer, aber auch immer attraktiver wahrscheinlich für die Damenwelt da draußen, die dir jetzt auch. Du hast ja viele weibliche Fans auch. Locker 70%. Nee. Du darfst nicht meine Frau verunsichern jetzt hier. Ja, ist immer gut, wenn so ein bisschen Konkurrenzdruck herrscht. Nee, tatsächlich nicht. Sind mehr auch Männer bei mir am Start. Okay. 70%, sag ich mal so. Ja, so wie bei mir. Ja. Evolutionstheorie, wie denkt der Kollege darüber und was ist seine Meinung? Komm, Alter, den will ich jetzt aufmachen, das interessiert mich selber auch. Ich lese immer öfter mal den Kommentar, oh, der Boss, der kann so schlau nicht sein, weil der glaubt ja nicht an die Evolutionstheorie. Ach, hast du mal gesagt, oder was? Es gibt mal so ein Interview, da sage ich das relativ simpel ausgedrückt. Mhm. Wenn ich einen Fisch an Land lege, dann fängt er auch nicht an zu atmen. Ja? Das ist schon teilweise Running Gag im Internet. Natürlich ist das ganze Thema Evolutionstheorie viel komplexeres, als dass man das in 2-3 Sätzen... Ne? Grundsätzlich gibt es natürlich Evolutionsprozesse auf der Welt, die lassen sich nicht von der Hand weisen. Ja. Aber ich glaube, die Leute messen dem, was man so als Schulbildung und auch so als Mainstream-Wissenschaft irgendwie beigebracht kriegt, noch einen zu hohen Autoritätswert bei, einen zu hohen Wahrheitsanspruch einfach. Und allein das zu hinterfragen ist für die Leute schon so absurd, dass sie sagen, boah, der hat sie nicht mehr alle. Evolutionstheorie, das Wort Theorie ist ja schon... Das sagen ja sogar die Wissenschaftler selber. Das ist einfach, Theorie heißt ja, es wurde einfach noch nicht... Ein Erklärungsmodell, ja. Ja, genau.
So. Was man sich vorstellen könnte. Wie weit das jetzt geht, was genau passiert ist in den Jahrmillionen, Jahrmilliarden, das kann man sich natürlich bis zu einem gewissen Grad durch Wissenschaft versuchen zu erklären einfach. Aber man darf auch nicht überschätzen. Man darf nicht überschätzen, was einer kann, nur weil er einen Professortitel hat und weil er in irgendeiner Forschungsstation hockt. Das sind im Endeffekt auch alles nur Menschen, die Spekulationen anstellen. Natürlich mit einem ganz anderen Fachwissen in dem Bereich, um den es geht. Aber selbst in den Fachbereichen gibt es dann wieder 10 oder 100 Meinungen zu einer Sache. Und die sind alle anders. Ja. Das ist genauso in der Astrophysik. Ja, ja. Alle 4 Jahre kommt eine bahnbrechende neue Entdeckung, die teilweise ganze Erklärungsmodelle wieder über den Haufen wirft, die man jahrzehntelang für bare Münze genommen hat. Voll. Wissenschaft ist dynamisch. Ja? Und man sollte sich, glaube ich, einfach davor hüten, als das in Stein gemeißelt zu betrachten, was man so beigebracht kriegt. Vor allem auch in der Schule. Weil das meiste, was ich in der Schule gelernt habe, auch in der Biologie oder auch in der Physik, da gibt es Dinge, die sind heutzutage schon wieder überholt. Mhm. Vor allen Dingen die wirklich wichtigen Dinge, das will ich hier nochmal aufgreifen, werden in der Schule gar nicht erst beigebracht. Leider, meiner Meinung nach. Das ja sowieso nicht. Ja. Das Umgang mit Geld, wie wird man selbstständig, wie findet man seinen eigenen Traum, seine eigenen Ziele, seine eigene Vision. Dafür ist ja gar kein Platz im Schulsystem. Leider. Ja, leider. Das muss man sich selber beibringen. Ja. Man kann sich jetzt natürlich darüber beklagen, aber ich glaube, in dem Moment, wo du weißt, dass es viel da draußen gibt, was du dir selber beibringen musst, musst du es machen. Machst du es einfach, ganz weil wir haben das Glück, dass es immer noch das Internet gibt, das Internet immer noch relativ frei und uneingeschränkt ist. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Ja. Momentan ist immer noch eine goldene Zeit. Also die letzten 20 Jahre Aufkommen des Internets. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich und auch nicht gesichert, ob das immer so bleiben wird. Mhm. Man merkt, es kommt immer mehr Zensur, Freiheit, versteckte, ne? Zensur, Freiheitseinschränkung oder auch einfach Einschränkung der Inhalte, die du veröffentlichst. Voll. Es fing auch bei YouTube an mit der Demonetarisierung, mit der langsamen. Sobald du irgendwas sagst. Nächstes Jahr kannst du vielleicht nur noch YouTube-Videos hochladen, wenn du irgendeinem großen Konzern untergeordnet bist. Genau, der ist es. Und da geht es ja schon immer weiter in die Richtung, in die man sich das Ganze vorstellen kann. Natürlich gibt es Leute, die wollen nicht, dass man sich über gewisse Dinge frei informieren kann oder dass man seine Meinung auch frei äußern kann und Leute es auch mitbekommen. Mhm. Das Internet hat ja für gewisse Leute auch ein Gefahrenpotenzial, was jetzt ihre Machtstellung anbetrifft. Was eine tickende Zeitbombe ist. Das ist wieder das Ding, was ich gesagt habe. Wenn genug Leute realisieren, was falsch läuft und realisieren, was kann man ändern, dann ist das schon eine Gefahr für die Leute, die das nicht wollen. Mhm. Und das Internet ist natürlich ein riesiger, wie so eine Art Spielplatz, aber auch ein Austauschforum. Da können auch Gruppen zusammenkommen und das ist per se immer bedrohlich für Leute, die nicht wollen, dass andere Gruppen mächtig werden und etwas Konträres wollen, was die selber wollen. Ja. Insofern sollte man die Zeit jetzt noch zu schätzen wissen, wo man autodidaktisch sich enorm viel beibringen kann fürs Leben, für sich selber, auch für den eigenen Erfolg. Voll. Es gibt so viele gute Speaker, die dir was beibringen können, gerade im amerikanischen Raum, aber auch im deutschen. Ich habe jetzt Dirk Kräuter getroffen vor einer Woche. Der ist geil, Alter. Auch ein Killer-Typ. Ja, ich finde ich gut. Du hast einfach so eine Bandbreite von Leuten, die was gerissen haben, die Input liefern können. Wie sieht es bei dir aus, mal speakermäßig, Alter? Warum nicht? Nicht? Kann ich mir richtig gut vorstellen. Wenn das gewollt wird, wenn die Leute sich das anhören wollen. Ich glaube schon. Was der Absolute da zu verzapfen hat. Doch, ich glaube schon. Dann machen wir halt mal eine Stammtischrunde. Ich glaube, du kannst auch ein ganz anderes Publikum anziehen als die Jungs und Mädchen, die gerade diese Motivations- und diese Speaker-Geschichten machen. So. Weil das ist immer so eine gewisse Art von Leuten, die sich das reinziehen. Ich glaube, bei dir, du könntest halt dann auch ein paar Boys von der Street catchen, sage ich mal so. Das kann durchaus sein. Weißt du? Geil, Alter. So, machen wir noch, was machen wir noch? 2 Fragen? Was sagst du, Boss? Ja, machen wir noch 2 Fragen. 2 Stück noch. Oh, hier, Rashid, 127111 fragt, wie teuer war die teuerste Zigarre, die er je geraucht hat? Die teuerste Zigarre, die ich je geraucht habe, habe ich nicht bezahlt. Das war die Zigarre, die ich damals auf der Luxusmesse der Kubanerin abgezogen habe. Im Gegensatz dazu, dass ich ihr ein Stück Käse von der Delikatessen-Käsetheke vom Franzosen geklaut habe. Mhm. Ich habe da so ein kleines Dribbelspielchen gespielt mit versteckter Kamera, damals mit Marjo. Mhm. Das war auf jeden Fall eine Zigarre, die wurde da frisch gerollt mit ganz teuren Blättern, also wirklich Luxus. Die hatte einen Wert, die wird verkauft. Was kostet so ein Ding?
über 100 Euro auf jeden Fall, was für eine Zigarre krass. Schon viel ist. Das ist krass. Ne? Die Leute überschätzen, glaube ich, auch öfters mal, was so eine Zigarre kostet, weil sie selber einfach noch nie eine geraucht haben. Also gute Zigarren kriegst du ja schon für einen Fuffi. Also richtig gute Zigarren kriegst du ja teilweise schon für einen Fuffi, auch in Deutschland, ohne Probleme. Ist das billig oder was? Ja. Ach so. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. Null. Ja. Hast auf jeden Fall mehr davon, als wenn du in den 50er einfach so wegrauchst, was ich ja auch früher gemacht habe, einfach die Scheine angezündet. Ja, hast du mehr davon. Das hat jetzt fast 2,5 Stunden gereicht. Hier ist immer noch, sind 2 Züge immer noch dran, die gönnt er sich jetzt auch. Ja, krass. Im Rahmen der Gönnjamin-Wochen. Ja, nee, aber das war sind sie wieder eingeläutet, wa? Das war die teuerste Zigarre, ja. Die wertvollste Zigarre vom emotionalen Wert allerdings liegt bei mir im Vitrinenschrank, da wo der Echo der Schande stand. Mit dem ist jetzt was anderes passiert. Weiß nicht, ob das schon öffentlich ist, was mit dem passiert ist. Mit dem Echo? Ja, mit dem Echo der Schande, sag ich mal. Doch, wurde, hast du für mich der Echo der Glanz und Gloria. Da ist was mit passiert. Auf jeden Fall wurde natürlich jetzt dadurch wieder so ein kleiner Freiraum im Vitrinenschrank frei. Das Absolute. Und da hat er sich die Zigarre reingelegt, die er von Nas bekommen hat. Ach, krass. Ja, ja, vom Nas auf ja, der Party. Ja, das ist geil, Alter. Das ist geil. Natürlich dann, das ist vielleicht nicht die teuerste. Nee, aber Zigarre, eine Nas-Zigarre. Wer hat eine Nas-Zigarre in der Vitrine? Das macht sie dann halt wiederum wertvoll. Ja, man, geil. Memorabilia. Okay, dann kommen wir hier zur letzten Frage, du. Da muss ich mir aber jetzt hier... Letzte Frage. Boah, ist schwer. Ist schwer. Ist schwer. Trommelwirbel im Bonzenviertel. Willst du selber aussuchen? Nee, mach du die. Du bist eigentlich gut in Fragen aussuchen. Komm, das interessiert mich eigentlich auch hier. Warum kein Kontakt mehr mit Cory? Boah, weiß ich selber nicht. Cory ist irgendwann untergetaucht und hat sich, glaube ich, fokussiert auf seine Dinge. Mhm. Ich kriege am Rande immer was mit, was er so tut. Aber so genau, was er treibt, weiß, glaube ich, keiner mehr von uns. Mhm. Aber er ist an irgendwas dran und hochfokussiert. Und ich wünsche ihm natürlich dabei viel Erfolg. Ich fand die Sachen schon geil, Alter, die ihr damals auch zusammen gemacht habt. So. Hab ich ja, wir hatten gute Zeiten mit Cory. Fitnessgeschichten da, die er gemacht hat. Ja, Bostaff waren wir zusammen durchgezogen. Genau. Cory war immer mega stabiler Backup-Rapper. Und auch diese 07er Body auf der Bühne, eigentlich gar nicht mein Ding, aber der Typ hat halt einfach... Geil. Ich find's immer geil, wenn der Backup-Rapper noch einfach anheizt. Ne? Yeah. Ja, einfach nochmal die Leute heiß macht und der hat alles gegeben, Cory. Geil. Jede Show durchgezogen. Und auch diese Serie, die er da gemacht hat, wie hieß denn das Ding nochmal, wo er da ein komplettes Album produziert hat und so Geschichten? Ja klar, er hat ja gezeigt, wie man das durchproduziert gezeigt, und so. Wie man ein Label anmeldet, wie man ein Album macht. So voll geil, Alter. Den ganzen Prozess. Eigentlich auch voll so interessant. Mega viel Arbeit, die leider so wenig geschätzt wird. Ey, das müsste eigentlich ein Ding im Fernsehen sein. Ja. Meiner Meinung nach. Also ich selber habe mir das komplett reingeflasht und habe ultra viel davon gelernt. So. Geil, Alter. Ja, er hat sich auch sehr viel Mühe gegeben. War auch zeitaufwendig as fuck. Ja, Mann. Heftig, Alter. Cool, Digi. Ja, Cory macht auf jeden Fall sein Ding. Ja. Da bin ich ganz unbesorgt. Nice. Alles klar, Fellas. Checkt auf jeden Fall ein Monument ab. Ja, 7.12. ist es endlich soweit. 7.12. Wir hauen noch ein Gewinnspiel raus. Genau, wir machen jetzt hier noch ein geiles Instagram-Foto. Das poste ich bei mir. Dann könnt ihr Hashtag Monument einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und dann wähle ich einfach, soll ich 2 Gewinner einfach auswählen? Ja, pick du welche raus. Ja? Aus deinem Freundeskreis, aus deinem Fankreis. Schick da noch eine zusätzlich für mich noch mit, ne? War AK? Machen wir dann fertig und dann könnt ihr auch 2 Boxen gewinnen. Inhalte wird erst zum Release, dann, wenn die Box zu Hause bei den Leuten ist, dann werden die erst sehen, was da drin ist, wa? Ganz vorher genau. Kommt nichts, ne? Nö, ich verrate jetzt nichts mehr. Geil. Nö, jetzt nicht mehr. Ja, ein bisschen Wundertüten-Effekt ist auch. Nee, ist doch geil, Alter. Ist doch cool. Fresh. Ich glaube, du wirst die feiern, wenn die aufmachen. Ich hatte wirklich Flash, hab das Ding aufgemacht. Ja, das war alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Perfekt. Wahnsinn. Super. Ey, Kolle, von mir auch nochmal riesen Respekt für alles, was du machst. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Da gelassen werden. Viel Erfolg dir auch weiterhin. Dankeschön. Du ziehst noch durch dieses Jahr, ne? Ich mache jetzt langsam hier Feierabend für dieses Jahr. Du hast noch ein bisschen was vor, ne? Ich ziehe jetzt durch. Ein Interview nach dem anderen. Hammer. Wenn wir mal die Hip-Hop-Plattform ein bisschen hier verwirren. Killer, Bruder. Ich verfolge das jetzt, wo ich mehr Zeit habe, werde ich mich zurücklehnen zu Hause. Geil. Heißen Kakao, da ziehe ich mir das rein. Geil, Alter. Freue ich mich. Fett. Freunde, peace out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Unique Freunde. Dabei ist alles. Bleibt Alpha. Du weißt Bescheid. Peace. Nice. Ja, Mann. Nice. Boah, da haben wir jetzt aber noch mal einen rausgehauen hier, wa? Oh ja. Zum Ende der Promophase. Gute Session eingelegt. Nochmal schön 3 Stunden hinter. Nee, komplett einteilen. Komplett einteilen.
Das war ein Blockbuster. Mit K. Okay, ja. Sollen Sie schön was zu essen bestellen? Ja, das machen wir ein Mammut-Interview. So richtig. Ja, ist so geil. Zum Schluss nochmal schön. Wer weiß, wann das nächste Kollege-Interview kommt. Das war ein guter Abschluss, das größte Interview. Das war auch übelst sympathisch, Alter. Boah. Hat Spaß gemacht. Super harmoniert. Boah.